Herzlich willkommen, ihr Ungebrochenen. In diesem Interview ist Hadja zu Gast. Sie hat von klein auf bis hin ins jugendliche Alter rituellen Kindesmissbrauch erlebt. Das bedeutet unvorstellbare körperliche, psychische und sexuelle Gewalt. Immer und immer wieder. Diese Gräueltaten sind so unvorstellbar, dass manche Menschen rituellen Kindesmissbrauch immer noch als Verschwörungstheorie einfach abtun, obwohl es dafür genug Fakten und Belege gibt. Ein weiteres Video zu diesem Thema mit vielen Fakten und Belegen findest du auch auf meinem Kanal, das Interview mit Dr. Marcel Polte. Ich verlinke es dir in der Beschreibung und irgendwo hier oben. Hadja wird detailliert beschreiben, was ihr widerfahren ist und auch von ihrer schlimmsten Erinnerung berichten. Wie sie an diese Täterkreise ausgeliefert wurde, was dort ganz genau geschah, wie sie den Ausstieg hinbekommen hat und warum sie nun an die Öffentlichkeit geht, obwohl das für Überlebende ritueller Gewalt höchst gefährlich ist, das wird sie dir ebenfalls erzählen. Hier kommt nochmal eine eindeutige Triggerwarnung. Dieses Thema ist heftig. Vielleicht das Schlimmste, was ein Mensch einem anderen Menschen antun kann. Und trotzdem passiert es. Trotzdem ist es wahr. Und es ist mitten unter uns. Und genau deswegen dürfen wir nicht wegschauen. Vielen Dank, dass du dich diesem Thema annimmst und widmest. Bis gleich. Ungebrochen. Genau wie du. Du hast sexualisierte Gewalt in jungen Jahren erlebt und weißt nicht, wie du damit fertig werden kannst. Vielleicht fühlst du dich hilflos und schuldig. Und möglicherweise hörst du aus deinem Umfeld auch Dinge wie stell dich nicht so an, jeder hat schwere Dinge erlebt oder das andere Extrem, dass du klein gemacht wirst und zum Opfer. Vielleicht hast du von Experten auch Dinge gehört wie dabei kann ich ihnen nicht helfen, ich kann sie dabei nicht begleiten, das ist zu schlimm. Aber du funktionierst im Alltag nicht mehr richtig und du weißt nicht, was du machen kannst, um weiterzukommen. Ich werde jetzt nicht sagen, dass mit einem Fingerschnipp alles gut ist, dass ich die Zauberlösung aus der Wundertüte habe, aber dass es so viele Dinge gibt, die du für dich tun kannst. Und ich weiß, wovon ich rede, denn ich bin selber Überlebende sexualisierter Gewalt und in einem Weg von über 10 Jahren habe ich mich aus den Folgen davon herausgearbeitet. Habe monatelang auf diesem Weg in Kliniken verbracht, über 15 verschiedene Therapieverfahren und Methoden ausprobiert. Habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und bin Masterpsychologin und habe in systematischer Detailarbeit die wirkungsvollsten Selbsthilfetools für dich zusammengestellt. Denn ich weiß einfach, wie das ist, von Angst und Panik überrollt zu werden, wie das ist, wenn man nicht schlafen kann und wenn man in Sekundenschnelle in einen Bedrohungszustand versetzt wird. Und auch, was du dann tun kannst, um dich wieder zurückzuholen ins Hier und Jetzt, wie du wirksame Hilfe findest und wie du deine Perspektive wieder auf die Sonnenseite des Lebens lenken kannst. Und auch, was du verstehen musst, um rauszukommen aus der Opferrolle. Denn das bist du nicht, nicht mehr. Und wenn du wissen willst, wie ich das geschafft habe, dann klick auf den Link und wir sehen uns gleich. Ja, herzlich willkommen, Hadja. Vielen Dank, dass du heute hier bist und ja, über ein sehr, 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 sehr schlimmes, aber auch sehr wichtiges Thema sprechen möchtest, und zwar rituellen Kindesmissbrauch. Du hast das Ganze selber erlebt und ich will vorab einfach sagen, hey, wirklich vielen, vielen Dank, dass du damit raus an die Öffentlichkeit gehst. Ist ja nicht dein erstes Mal, dass du jetzt raus an die Öffentlichkeit gehst, sondern schon ein drittes Interview. Also Respekt dafür. Herzlich willkommen zu diesem Interview. Und ja, sehr, sehr gerne. Und meine erste Frage an dich, wie auch an alle anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen in diesen Interviews. Was ist denn eigentlich passiert? Also es ist so, dass ich von meinem Vater, der selbst pädosexuell war, verkauft worden bin an einen Kult. Und zwar fing das relativ früh bei mir an. Also ich glaube, seit der Geburt, also schon tatsächlich als Säugling, als Baby, weil er schon gewisse Kontakte hatte durch seine Vergangenheit und dadurch, dass er halt auch ganz viele andere Kinder missbraucht hat, ging das eigentlich relativ reibungslos und schnell. Und es war so, dass er zwar nicht zu den Tätern des Kultes selbst Kontakt hatte, sondern eher zu anderen Menschen und Kinderhändlern, die sozusagen weitervermittelt haben.
Also, da das ja wirklich ganz stark nach Hierarchien aufgebaut ist, ist es so, dass zum Beispiel Menschen- und Kinderhändler manchmal selbst die Täter dort nicht zu Gesicht bekommen, aber dafür eben wir Opfer, wie Überlebenden, wir sehen halt auch wirklich die Täter direkt, weil die uns halt die Gewalt antun. Und genau, ich habe dann rituelle Gewalt erfahren. Also rituelle Gewalt ist schwere organisierte Gewalt, sexuelle Gewalt, psychische, körperliche Gewalt unter dem Deckmantel einer Ideologie oder Ideologie oder mehrere Ideologien, das können ganz unterschiedliche sein. also es gibt vom Okkultismus bis hin zu politischen Ideologien ist tatsächlich ganz, ganz vieles vertreten, bis hin zu heidnischen Mythologien. Und teilweise finden da auch Tötungen statt. Und das ging bei mir so circa bis zum 14. Lebensjahr. Und dann haben sich meine Eltern getrennt. Dann wurde der Kontakt unterbunden. Dann war das auch zu riskant. Und also ich habe wirklich alles erlebt von schwerer sexueller Gewalt, von Gruppenvergewaltigungen an Kindern, an mir selbst, also sogenannten Sexorgien, aber ich nenne sie sind eigentlich Gruppenvergewaltigungen, weil da Erwachsene Kinder schwer missbrauchen, bis hin zu Tötungen. Und es wurden auch Aufnahmen gemacht, also Kindesmissbrauchsabbildungen, die man Kinderpornografie nennt. Wo sexualisierte Folter zu sehen war, wo Kinder als auch Erwachsene manchmal sehr, sehr schwer misshandelt, missbraucht worden sind. Ja, und alles ja unter dem Deckmantel mehrerer Ideologien. Wenn ich das jetzt alles höre, also ich habe so oft dieses Wort auch Gewalt einfach gehört, und das hat seitdem du geboren wurdest, quasi angefangen schon. Ja, Wie? also sehr, sehr früh. Also ich kann natürlich da kein exaktes Datum nennen. Ich weiß nur, dass das extrem früh anfing. Natürlich dadurch, dass ich halt eben eine dissoziative Identitätsstörung habe, habe ich auch einige Innenpersonen, die wirklich im Säuglingsalter sind, die sich da schon abgespalten haben, als der Körper noch ein Säugling war. Das heißt, die Gewalt hat schon extrem früh angefangen. So grobe Erinnerungen hat man in dem Alter jetzt keine starken visuellen, aber man spürt das im Körper. Also der Körper, der das alles erlebt hat, das ist alles im Kopf, das ist alles im Gehirn einfach sozusagen manifestiert. Das heißt also, du hast im Erwachsenenalter erfahren, dass es so früh angefangen hat, weil du quasi diese ganzen Körpererinnerungen oder zurückbekommen hast, sozusagen. Kann man sich das so vorstellen? Also es war so, dass sich die Erinnerungen alle aufgespalten haben und verschiedene Innenpersonen verschiedene Erinnerungen in sich tragen sozusagen. Dementsprechend sie auch verschiedene Formen optisch gesehen haben, Weltanschauungen, die mussten sich ja letztendlich den Tätern unterordnen und anpassen, auch manchmal vom Denken her auch sich ein bisschen anders unterscheiden. Und also es ist so, dass die Alltagspersonen, also das sind die, die zum Beispiel zur Schule gegangen sind, die draußen sich anderen Leuten vorgestellt haben, die andere Leute kennengelernt haben. Bei denen war es so, dass das eher im Unterbewusstsein war, aber es ist trotzdem nach vorne immer wieder durchgesickert. Also die Erinnerungen verschwinden nicht komplett, sondern sie spalten sich lediglich auf. Sie gehen dann ins Unterbewusstsein. Im Kopf sind das in gewissen Bereichen sozusagen verankert. Ja. Aber es ist immer so, dass man natürlich trotzdem sehr stark getriggert ist, dass man Symptome hat sein Leben lang. Ja. Und einen ganz hohen Leidensdruck natürlich. Ja, vielen Dank. Kannst du vielleicht für alle Leute diesen Begriff dissoziative Persönlichkeitsstörung einmal erklären, was das genau ist? Vielleicht weiß da draußen jemand nicht genau, was das ist und was er damit jetzt genau anfangen kann. Also die dissoziative Identitätsstörung wurde früher multiple Persönlichkeitsstörung genannt, wurde umbenannt 1994, glaube ich, circa, weil das nicht mehr ganz so gepasst hat. Es ist eine sehr schwere Traumafolgestörung, die entsteht, wenn ein Mensch vor dem 5. bis 6. Lebensjahr sehr schwere Traumatisierungen erfährt über einen chronischen Zeitraum, also wirklich ganz lange. Und da spalten sich verschiedene Identitäten ab. Sie spalten sich auch weiterhin ab, wenn die Gewalt weitergeht. Also das heißt, wenn jemand zum Beispiel ab dem 3. Lebensjahr schwer missbraucht wird und es geht immer weiter bis zum 12. Lebensjahr, kann es sein, dass die Identitäten sich immer weiter abspalten, weil ein Mensch das nicht aushält. Und ja, also es ist dadurch gekennzeichnet, dass man natürlich verschiedene Innenpersonen hat.
dass man Amnesien hat, das sind so eine der Kernsymptome, dass man Flashbacks hat, dass man auch Albträume hat, dass man die Realisation erlebt, die Personalisation. Teilweise gibt es so Begleitsymptomatiken wie Depressionen. Ja. Okay. Das heißt, du hast auch ganz viele Persönlichkeiten in dir? Weißt genau, du, also wie viele du hast ungefähr? Nein, also wie viele ich genau habe, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich sozusagen Teil eines Systems bin, Teil eines Dis-Systems. Also Dis steht für dissoziative Identitätsstörung. Und man sagt das System, weil das irgendwie auch so seine Logik alles hat. Und wie viele aber genau, weiß ich gar nicht. Okay. Ja. Wie gehst du mit all dem denn überhaupt um? Also, und auch eine ganz wichtige Frage für mich, die mir sofort kam, hattest du die ganze Zeit, sage ich mal, Erinnerung, als das passiert ist? Oder ist das im Erwachsenenalter irgendwann zurückgekommen, dass du dich dann erinnert hast, was passiert ist? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also wie hast du diese ganze Gewalt überhaupt überlebt? Also wie schafft das ein Kind, eine Seele, sag ich mal du, wie hast du das geschafft? Also dadurch, dass ich halt eben multiple bin und das sehr früh, ist es so, dass, wie gesagt, die Erinnerungen halt aufgespalten einfach sind. Das heißt, wenn ich an dem Tag vorher missbraucht worden, verkauft worden bin und alles und am nächsten Tag dann zur Schule gehen musste, ist es so, dass eine andere Person nach vorne kam, die dann zur Schule gegangen ist, die mit diesen Dingen, die am Vortag in der Nacht passiert sind, sich nicht erinnern kann. Aber im Körper selbst, im Gehirn ist das alles noch nach wie vor da und auf Trigger reagiert man trotzdem. Man hat trotzdem teilweise Flashbacks und so weiter und so fort. Also man kann durchaus nach außen hin vielleicht funktionieren und nicht großartig auffallen, aber ja, man hat diese Probleme halt trotzdem. Kann man sich das dann vielleicht so vorstellen, dass man in diesen Momenten, wo jetzt diese extreme Gewalt passiert, dass man dann gar nicht anwesend ist mit seiner Seele, dass das wie so, also dass der Körper funktioniert, sage ich mal, oder überlebt da gerade, aber du nimmst das gar nicht bewusst wahr, oder kann man das, wie könnte man sowas beschreiben? Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das auf neurologischer Basis funktioniert, aber für mich persönlich hat sich das so angefühlt, als ob ich sozusagen weg wäre und ein anderer Teil vorne ist, der das für einen erlebt. Aber trotzdem spürt man das alles, also die Schmerzen und so weiter und so fort. Das heißt also so, dieser Persönlichkeitsanteil, der die gesamte Hajar sozusagen ausmacht, der ist weg und da übernimmt dann ein spezifischer Anteil sozusagen? Genau, genau, obwohl es gibt keinen einzigen Persönlichkeitsanteil, der wirklich sich mit dem Ausweisnamen großartig identifiziert, sondern die meisten geben dann manchmal vor, den Namen zu haben, Hajar. Aber in Wirklichkeit haben die dann ganz andere Namen. Also so war das dann, so haben die das nach außen hin immer sehr verdeckt gehalten, weil aufgrund der Stigmatisierung, aufgrund der Tatsache, dass das alles mit Erinnerungen und so verknüpft ist, behalten das alle in Person sozusagen für sich selbst, bis man anfängt, wirklich einen Heilungsprozess zu finden. Ah, verstehe, dann öffnen sich quasi diese Anteile und genau. Geben mehr von sich preis. Geben mehr von sich preis, ja, und von dem, was man halt erlebt hat. Also, wenn ich das jetzt alles höre, wie war denn deine, also man kann sich das ja kaum vorstellen, dass ein Kind so viel Gewalt einfach erlebt und gleichzeitig sozusagen zur Schule geht und ein normales Leben von außen, sage ich mal, widerspiegelt. Wie oder an das, woran du dich erinnern kannst, wie war deine Kindheit? Also wie war das Leben als Kind oder währenddessen du das erlebt hast, bis ins jugendliche Alter ja auch? Also es war bei mir schon anders. Also ich war sogar bis zu meinem 6. Lebensjahr mitten in Deutschland nicht registriert bei den Behörden. Die gesamte Familie war nicht registriert. Das ist auch bewusst so forciert worden, also schon absichtlich so bestimmt worden. Wir hatten Wohnungen unter einem ganz anderen Namen und das hat alles einwandfrei funktioniert, ohne dass das großartig aufgeflogen ist. In meinem Lebenslauf gibt es sogar einige Beweise, die bezeugen können, dass halt es Dinge gibt, die halt wirklich bei mir sehr komisch waren. Und ich habe zum Beispiel deshalb auch keinen Kindergarten besucht.
Erst ab dem 6. Lebensjahr wurde ich dann eingeschult. Also ab da fand eine offizielle rechtmäßige Registrierung statt. Und auch da habe ich aber schon ein bisschen gemerkt, dass ich halt anders war als die anderen Kinder, weil ich das gar nicht anders kannte. Also ich wusste gar nicht, wie es ist, überhaupt keine Gewalt zu erfahren. Ich war sehr misstrauisch zum Beispiel im Vergleich zu den anderen Kindern, sehr zurückhaltend, sehr schüchtern, sehr verängstigt auch. Ja, und ich wusste gar nicht wirklich, wie ich mit denen interagieren sollte, weil ich auch davor keine Freunde hatte, isoliert war. Und ja. Du warst bis zum 6. Lebensjahr nicht registriert. Genau. Und du hast gesagt, viele Sachen waren auch komisch und deuten halt oder beweisen genau das. Was war noch, sage ich mal, komisch? Ja, natürlich auch meine Verhaltensweisen. Wie gesagt, dass ich halt, also Kinder sind ja nach außen hin immer so unbeschwert und lustig und wollen alles immer erleben. Und ich war so extrem vorsichtig. Ich habe alles, also ich habe mich 10.000 Mal bedankt, wenn ich auf Toilette durfte. Ich hatte ein ganz geringes Selbstbewusstsein. Solche Dinge. Ich habe Zeichnungen gemacht von diesen Gewaltakten, also nicht exakt, aber ich habe ganz viel mit Blut immer gemalt. Ich habe teilweise Genitalien gemalt und so, die für ein Kind nicht wissen kann, wie es exakt aussieht. Und bei mir war es halt so detailgetreu. Aber natürlich hatte ich auch diese Seiten, in denen ich sehr angepasst war trotzdem. Ja, und deshalb war das auch für andere Außenstehende schwierig zu sagen oder schwierig zu erfassen. Lehrern und so weiter und so fort, ob dieses Kind Hilfe braucht oder eben nicht. Es ist ganz schwierig, wirklich von außen zu sehen, auch wenn es gewisse Hinweise gab. Absolut. Du hast ja gesagt, dass dein Vater diese Kontakte hergestellt hat, ja, zu diesen rituellen Gruppen. Wie, also du hast ja Mama und Vater gehabt oder warst du nur bei deinem Vater? Nee, ich hatte beide Eltern. War deine Mutter auch drin verstrickt, sag ich mal? Wusste die das alles, was passiert, oder? Sie hat das geahnt. Also ich wurde auch zu Hause sexuell missbraucht, körperlich, psychisch ebenfalls. Wir haben unter dem einen und demselben Dach gelebt, also das hat sie definitiv mitbekommen. Sie war selbst körperlich gewalttätig. Bei ihr war es so, dass sie das aber alles nicht so detailliert wusste. Sie hat zum Beispiel, wenn ich tagelang, wochenlang weg war, war das für sie so. Sie hat sich eingeredet, dass ich bei meinen Großeltern bin. Auch wenn ich mit blauen Flecken zurückgekehrt bin, geweint habe, geschrien habe, Indizien auf schwere Traumatisierungen aufgewiesen habe, hat sie das versucht zu vertuschen, hat sie versucht, mir zu sagen, red nicht darüber. Sie wollte es nicht wissen. Manchmal hat sie mir auch Kleidung gekauft, in denen längere Kleidung, denen verdeckt werden soll, dass ich blaue Flecken habe. Oder zum Schulsport wurde ich dann zum Beispiel nicht hingeschickt, weil man sich da ja auch umzieht und so. Manchmal wurde ich auch gar nicht zur Schule geschickt. Also ich hatte schon ein paar Fehlzeiten auch, weil ich auch aber auch manchmal so krank war, aufgrund dem, was mir halt passiert ist, konnte ich da auch nicht immer dabei sein. So, das sind so Sachen, in denen sie mitgewirkt hat. Aber sie wusste nicht alles im Detail, auf gar keinen Fall. Also sie ist auch zum Teil von meinem Vater manipuliert worden. Ihr wurden ganz viele Sachen anders erzählt. Sie hat es geglaubt oder sie wollte es glauben. Sie wollte nicht wissen, was da vor sich geht. Ja. Das mehr oder weniger so verdrängt, sage ich mal, versucht zu verdrängen. Genau, genau. Auf ihre Art und Weise. Genau auf ihre Art und Weise, ja. Und Die Realität das. zu leugnen, also nicht hinschauen. Genau. Und dein Vater, der war pädosexuell und hat auch Genau. schon vor dir, sage ich mal, Kinder missbraucht, hast du, glaube ich, vorhin Richtig. gesagt, richtig? Richtig. Wie bist du darauf gekommen oder wie hast du das erfahren, dass er das schon, sage ich mal, vorher gemacht hat? Genau, und wie Es würdest ist so, du dass vielleicht auch deinen Vater beschreiben? Also, genau, in deinen Worten als diejenige, die das erlebt hat. Was ist das für ein Mensch, so ein Mann? Also es gab ganz viele Indizien, zum Beispiel ist er aus dem Land geflohen, weil ihm da gewisse Vorwürfe und so weiter aufkamen. Ein paar Sachen habe ich später durch andere Verwandte erfahren, die mir das mündlich so gesagt haben. Er war
als Lehrer tätig in seinem Herkunftsland. Er hatte auch viel Zugriff zu anderen Kindern. Auch hier in Deutschland hat er ständig nur mit Kindern irgendwie zu tun und hat immer den Kontakt zu ihnen gesucht. Er war sehr manipulativ, konnte aber nach außen hin auch sehr charmant auftreten. Also war sehr freundlich, sage ich mal, nach außen hin. Wenn ihn andere gesehen haben, haben die gesagt, das ist ein netter Mann oder so. Es gab ein paar Dinge, die mir jetzt aber später aufgefallen sind. Und zwar war es so, dass ich zum Beispiel, immer wenn ich in der Schule war, ist er dann plötzlich irgendwo aufgetaucht und hat mich teilweise ausspioniert. Das ist zum Beispiel etwas, was er gemacht hat, um mich einzuschüchtern, damit ich überhaupt nichts preisgebe. Genau, also das sind so meine Erinnerungen. Aber er war natürlich im häuslichen Rahmen auch sehr kalt, sehr grausam. Ja, hatte überhaupt gar kein Mitleid eigentlich. Also ja, ich würde ihn deshalb als pädosexuell bezeichnen, weil er sehr auf Kinder fokussiert war. Also je größer ich wurde, desto weniger gewalttätig ist er mir aufgetreten. Das heißt also, hat sich wirklich nur an die Schwächsten rangetraut, so würde ich das sagen, ja. Das heißt also so, du hast ja gesagt, das ging bis 14 Jahre, als du so eine junge Erwachsene wurdest, sag ich mal, hat er auch das Interesse, sag ich mal, verloren oder wie hat das aufgehört? Also das Interesse hatte er nicht verloren, also Übergriffe habe ich trotzdem erlebt, aber nicht mehr im organisierten Rahmen. Also der Kontakt wurde unterbunden, der ist mir trotzdem noch auf der Straße, hat er mir aufgelauert. Er konnte mich nicht mehr diesen Leuten zuführen, weil er Angst hatte, dass das auffliegt. Wir waren im Frauenhaus. Ich hatte damit Sozialarbeiter zu tun, die zwar nicht besonders hilfsbereit waren, wirklich ganz und gar nicht, aber er hat sich wohl wahrscheinlich gedacht, okay, ist ein Risiko, jetzt kommt wohl alles raus. Demnach war aber nicht so, weil ich ja eigentlich keine Hilfe erhalten habe. Also da ist man einem dann schon mit viel Ignoranz begegnet. Und ja, so würde ich das beschreiben. Also dass es im organisierten Rahmen einfach nur aufgehört hat, aber Übergriffe schon weiterhin gingen, dann auch relativ lange, sage ich mal, dann, wenn man Kontakt hatte oder auch durch vereinzelte andere Täter, die sich dann diese Vulnerabilität, also diese Verletzlichkeit einfach zunutze machen wollten. Ja. Wann hat das konkret aufgehört? Also, dass wirklich keine Übergriffe mehr passiert sind? Bis wie lange ging das? Das ging schon sehr lange. Also, da kann ich wirklich überhaupt keine Zahl nennen. Ich kann nur bezüglich der rituell organisierten Gewalt sagen, dass die ungefähr mit 14 aufgehört haben. Ungefähr. Es kann auch ein Jahr später, ein Jahr früher sein, aber das sind so meine letzten Erinnerungen, die gingen bis dahin. Okay, verstehe. Kannst du mal beschreiben oder versuchen zu beschreiben, wie läuft das ab, genau dieser, also wenn du dich daran erinnern kannst oder da irgendwelche Informationen hast, wie läuft das ab? War das in Deutschland erstmal? Ja, in Deutschland und Europa. Deutschland, Europa. Genau, also viele der Täter im organisierten rituellen Bereich waren aus der Mitteloberschicht, teilweise sogar sehr, sehr wohlhabende Menschen waren dabei, auch extrem reiche Menschen, also so eine teils geschlossene Gesellschaft und die ihre eigenen Regeln hatten, aber mitten unter uns sozusagen gelebt haben, mitten in der Gesellschaft, aber trotzdem ist, wenn es um diese Straftaten ging, halt sie zusammenkamen, sich zusammengetroffen haben und anderen Menschen schlimme Gewalt angetan haben. Und so rein optisch würde ich sogar sagen, dass das so 80-90% der Fällen Männer waren. Es gab auch Frauen, die mir Gewalt und anderen Kindern angetan haben, ganz schlimme, sexuelle auch. Aber 90-80% waren sowieso Männer, auch eher tendenziell sogar weiße Männer, also weil es halt in Europa und Deutschland war. Also so würde ich dir optisch beschreiben, sodass man vielleicht nach außen verstehen kann, was das ungefähr für Leute sind, die so etwas tun. Ja, wie kann man sich das vorstellen, dass ein Vater seine Tochter nimmt und jetzt an einen rituellen Kindesmissbrauch, also über an diese Menschen überreicht, sage ich mal, oder verkauft, so ist ja das richtige Wort, verkauft. Wie läuft so etwas ab? Also
Wie kommst du, sage ich mal, wie bist du von A nach B gekommen? Also da, ohne dass das auffällt, sage ich mal, dass niemand etwas gemerkt hat, wie läuft so etwas ab? Und bis du dann da bist und dann passiert ja diese ganze Gewalt, diese ganze Scheiße, sage ich jetzt mal, und dann wirst du ja abgeholt wieder nach Hause gebracht. Also kannst du das, wenn du das weißt, wenn du es beschreiben kannst, wie läuft sowas ab? Also bei meinen Erinnerungen war das so, dass es immer bei meinem Vater anfing. Also ein Kind haut nicht von seinem Vater ab, sondern nach außen hin sieht das ganz normal aus. Liebt sogar seinen Vater, möchte immer loyal sein, möchte immer das tun, was die Eltern einem sagen. Deshalb fällt das großartig nicht auf, weil die eigenen Eltern oftmals in solche Dinge involviert sind. Und es ist so, dass dann ein anderer Mittelmann übernommen hat. Also entweder kam mein Vater mit oder eben nicht. Und durch diesen Mittelmann bin ich sozusagen immer weiter vermittelt worden, bis es an diese rituellen Gruppierungen kam. Also dann kam der Mittelmann, hat mich irgendwo hingefahren und vor Ort wurde ich dann sozusagen von dem Personal der Täter empfangen. Also die Täter hatten Personal, also von Kindermädchen war wirklich alles dabei, Sicherheitsleuten etc. Ja, so dass der Mittelmann auch nicht immer wusste, wer lebt denn, also welche Leute kommen jetzt hier genau zusammen. Und deshalb ist diese Geheimhaltung halt so unglaublich wichtig in solchen Gruppen, weil sie dann dadurch nicht so leicht auffliegen. Weil selbst wenn ein Täter erwischt wird, kann er nicht alle Namen nennen. Der kann vielleicht eins, zwei nennen vom nächsten Mittelmann und fertig. Verstehe. Und dann läuft dieses Spielchen umgekehrt wieder, also zurück. Genau, war dann genauso. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn das alles so passiert, was sind das erstmal natürlich für Menschen? Du hast gerade schon mal einen Einblick gegeben. Wie kann da ein Kindermädchen, sage ich mal, sein, ne? In diesen Worten dich abholen und dann dahin führen? Also, wie kann man so grausam sein zu einem Kind? Man weiß ja da, was da passiert. Was sind das für, also das ist ja eine totale emotionale Kälte, die man da von allen Seiten erlebt. Und ja, kannst du das vielleicht also mal mehr beschreiben, wie du das beschreiben würdest? Also es ist sehr stark in Hierarchien aufgebaut. Also es ist wirklich so, dass es innerhalb dieser Gruppierung welche gibt, die grausamer als andere sind, sadistischer als andere. Also die diese Gewalt direkt ausüben, die rituelle Gewalt an Kindern, an Erwachsenen etc., die sind meistens sadistisch, pädosexuell veranlagt, auch extrem machtgeil wirklich. Aber es fließt auch extrem viel Geld dahinter. Also Menschen- und Kinderhandel ist ja wirklich ein Milliardengeschäft weltweit. Also es erzielt, glaube ich, mehr als YouTube und Google zusammen und als ganz, ganz, ganz viele andere große, renommierte Unternehmen. Also das ist schon durchaus so, dass das ein sehr lukratives Thema ist. So dass ich mir herleiten kann, warum einige mich von A nach B zum Beispiel geführt haben, weil sie dafür auch Geld bekamen natürlich und das Geld schwarz war und so und sie sich damit ja das einfach für Geld getan haben und nicht unbedingt, weil sie jetzt nur auf Kinder fixiert sind oder so. Aber ja, es gibt halt ganz viele unterschiedliche Täter, sage ich mal, innerhalb so einer Gemeinschaft, also von ja den Händlern bis hin zu den Tätern, bis hin zu Kindermädchen, die dann das Kind zum Beispiel mich vorher hinterher dann gewaschen haben, geduscht haben, mir Kleidung gegeben haben, Essen oder was auch immer. Ja. Also diese Menschen quasi, also Mittelsmänner, Kinder, diese Kindermädchen sozusagen, die würdest du sagen, machen das wegen dem Geld, weil Einige, ja, also ein großer Teil. Also das habe ich auch zum Beispiel von anderen Betroffenen gehört. Das kann ich jetzt nicht bestätigen, weil ich das nicht weiß. Zu 100%. Ich habe auch gehört, dass es einige gibt, die auch selbst früh Opfer waren und es da nie rausgeschafft haben. Also schon, dann als Erwachsene für gewisse Positionen sozusagen getrimmt werden. Also für so solche Dinge halt. Okay, verstehe. Aber das kann ich zu 100%ig nicht bestätigen, das weiß ich nicht. Das wird mit Sicherheit bei dem einen oder anderen so zutreffen, keine Frage, aber ich kann nicht sagen, dass es bei der Allgemeinheit so ist. Ja, würde auf jeden Fall von der Logik her ja Sinn machen, weil das Leute sind, die ja eh schon drin sind.
und auch schon manipuliert, ne? Also die könnte man dann Genau. dafür definitiv benutzen. Genau. Genau. Okay, verstehe. Du hast gesagt, ja, da kommt ja auch sehr wenig an die Oberfläche, weil die ja mit dieser Geheimhaltung, sage ich mal, ist ja das A und O in diesen Kreisen. Kannst du dir ausmalen, vorstellen, weißt du, wie diese Kreise sich, sage ich mal, finden? Also wie entsteht so etwas, wenn wir jetzt zum Beispiel satanische Kreise nehmen oder auch andere, ne, hast du ja gesagt, es gibt verschiedene, dass Leute, die sich irgendwann mal treffen und sagen, yo, ich glaube jetzt daran und dann wird das immer mehr, aber durch die Geheimhaltung, also wie finden die sich? Und was glaubst du, wie, also, oder wa vielleicht weißt du auch, was passiert denn, wenn einer auspacken würde, zum Beispiel, weil er jetzt zum Beispiel irgendwann mal ein schlechtes Gewissen bekommt. Und sagt, okay, ich würde jetzt gerne raus oder ich ertrage das nicht mehr. Geht sowas überhaupt, sage ich mal? Genau. Tatsächlich gar nicht, weil es auch innerhalb der Täter auch einen enormen Gruppenzwang gibt. Also wenn einer jetzt irgendwie den Opfern Mitleid oder so zeigen würde, würde er sich bei allen anderen Tätern extrem unbeliebt machen. Also das hätte für den auf alle Fälle Konsequenzen. Auch wenn er freiwillig beigetreten ist, freiwillig diese Grausamkeiten tut und definitiv dafür zur Verantwortung gezogen werden sollte, ist es so, dass die sich sozusagen ja, immer wieder übertrumpfen wollen, weil es um sehr viel Macht geht. Der eine will den anderen beeindrucken und so weiter. Und die steigern sich in ihren Gewaltverbrechen immer wieder. Also mit der Zeit weiß man zum Beispiel von Gewalttätern, dass vor allem die sexuelle Gewalt und so begehen, dass die mit der Zeit immer schlimmer und schlimmer werden. Und das ist bei diesen Leuten definitiv so, dass vielleicht, wenn sie mal ein paar Momente ein bisschen Mitleid haben, dann im nächsten wiederum gar nicht und immer schlimmer und schlimmer werden. Und ich weiß nicht, was du nochmal gefragt hattest. Also ich glaube. Das heißt, also was ich noch gefragt habe, ist, also wie finden sich, sage ich mal, diese Leute? Ne? Stimmt. Also wie entsteht so etwas? Weißt du das? Genau. Ja, also es gibt dazu entweder im Darknet zum Beispiel, das ist eine Möglichkeit. Also nicht jeder, der jetzt das Darknet nutzt, kann automatisch da beitreten, sondern es ist so, dass man zum Beispiel entweder selbst so veranlagt ist und diese Gruppen relativ schnell findet und ja, man da vielleicht auch an Position oder so irgendwas mitbringt und da aufgenommen wird, weil die zum Beispiel davon gehört haben durch jemand anderen und sich dafür interessieren oder generell in Darknet speziell auch nach Kindesmissbrauchsabbildungen, Kinderpornografie suchen und sich steigern, vielleicht sogar einen Menschen, ein Kind quälen wollen bis zum Tode oder so und deshalb das auch so gefunden werden kann. Dann gibt es natürlich auch eine andere Möglichkeit und zwar habe ich auch von anderen Betroffenen gehört, dass es einige Kulte gibt, die sind wirklich generationsübergreifend. Das heißt, die Eltern davor waren irgendwie Teil davon und die nächsten dann auch und dementsprechend werden gewisse Menschen auf diese Position getrimmt. Das heißt, in irgendeiner Form sind sie auch Opfer. Manche mehr, manche weniger. Das kann zum Beispiel auch bei einigen, bei mir war das jetzt nicht so, weil ich ja dahin verkauft worden bin und nicht hineingeboren. Das ist auch nochmal ein Unterschied, ob man verkauft wird oder hineingeboren wird. Was für ein Unterschied ist das? Der Unterschied ist halt, dass die Eltern dann Mitglieder sind. Bei mir ist es ja nicht so. Schön. Und dass alle anderen Verwandten ebenfalls Mitglieder sind bei denen, die hineingeboren sind und die auch innerhalb dieser Familie gewisse Positionen haben. Das heißt, die einen üben Gewalt aus und die anderen müssen diese Gewalt aushalten, zum Beispiel. Also das habe ich auch von der einen oder anderen Betroffenen gehört. Also ich kenne mich natürlich nicht im Lebenslauf der Täter aus. Ich weiß gar nicht, inwiefern die betroffen sind. Einige wohl wahrscheinlich gar nicht. Es gibt welche, die zahlen auch sehr, sehr, sehr viel Geld dafür, um so etwas zu tun. Ja. Und diese Geheimhaltung läuft quasi, glaubst du, dass die darüber läuft, dass, okay, du hast gesagt, ne, also die anderen Täter würden das eh nicht dulden, sage ich mal, wenn das passieren würde. Also ist das quasi so etwas, wie kann man sich vorstellen, okay, wenn du jetzt reden würdest, bist du tot oder wie kann man sich das vorstellen? Das kann durchaus passieren, ja, definitiv. Oder dass derjenige Das. so stark unter Druck gesetzt, dass er dann das nicht sagen würde und zugeben würde, dass sowieso keiner der Täter, also das, die wissen ja, dass Konsequenzen in juristischer Form zum Beispiel eintreten könnten. Deshalb sind alle dementsprechend sehr motiviert,
dass davon nichts ans Tageslicht kommt. Weil sie dann, ja. Und dementsprechend droht auch vielen Überlebenden Verfolgung. Mhm. Weil die quasi darüber sprechen könnten, was passiert ist. Mhm. Genau. Okay. Wie, also du hast gerade schon gesagt, man kann sich sozusagen, durch das Darknet kann man da sozusagen reinkommen. Ist das dann so, dass man da, sage ich mal, Geld für bezahlt, um da reinzukommen? Oder wenn es zum Beispiel auch um rituelle Gewalt geht, muss man dann irgendwie ein, ja, Ritual mitmachen, um aufgenommen zu werden? Weißt du sowas? Also wie löst man sozusagen dieses, nennst du jetzt mal blöd, aber dieses Ticket in diesen, ja, in dieses, in diese Gruppe, sage ich mal, wie kommt man da rein? Also genau. Weil ich denke, so leicht wird es ja nicht sein, weil die sind ja so geheim und wollen natürlich auch versteckt bleiben. Wenn man jetzt hört, ja, Darknet, da findest du ja viel, aber wird sicherlich auch sehr schwer sein. Ich denke mal am... Schwer sein. Teilweise auch durch Mundpropaganda, also es verbreitet sich auch dadurch. Teilweise gibt es auch, ich sag mal, einige öffentliche Orden oder, ja, ich weiß nicht, was es noch so für andere Namen für die gibt, die öffentlich sind, und da gibt es auch gewisse Grade. Und die kann man alle googeln, also die stehen auch alle dazu tatsächlich. Und da kann man sich auch steigern, und ich glaube, ab einem gewissen Grad kann man dann zu einer Tätergruppe dazugehören. Das heißt nicht, dass alle, die sowas angehören, Täter sind, aber dass da ein paar zusammenkommen, ist dann auch klar. Du hast ja gesprochen von diesen verschiedenen Gruppierungen, die es da gibt, mit unterschiedlicher Ausrichtung auch in der rituellen Gewalt. Was hast du persönlich erlebt? Kannst du dich daran erinnern? Oder weißt du das? Also ich weiß, dass heidnische Mythologien dran kamen, also einige germanische. Was ist das genau? Genau, was ist das genau für die Leute, die es nicht wissen? Also eine Mythologie ist schwer zu beschreiben. Also in dieser Form würde ich sagen, dass einfach nur eine gewisse Weltanschauung für den Deckmantel dieser Straftaten benutzt worden ist, um die Verantwortung von sich zu nehmen und das einer höheren Macht zuzuschreiben oder höheren Mächten, damit sie das gegenseitig rechtfertigen können und das den Opfern auch so sagen können. Aber natürlich ist das nicht der Grund, warum sie diese Gewaltverbrechen oder diese schlimmen Dinge tun, sondern es sind Persönlichkeitsdefizite, Sadismus steckt dahinter, was weiß ich, Mangel an Selbstbewusstsein oder so, oder man will kompensieren, keine Ahnung, also schwer zu sagen, warum ein Mensch so schlimme Dinge tut. Und also wie gesagt, es gibt einige heidnische Mythologien, die dafür einfach nur verwendet werden. Selbst wenn es die nicht geben würde, die würden sich irgendwas anderes ausdenken. Dann gibt es Okkultismus zum Teil, was ich auch erlebt habe. Auch eine satanische Strömung tatsächlich auch. Also da gibt es unterschiedliche, also der moderne Satanismus zum Beispiel sagt ja heute, dass sie diese Dinge ablehnen. Aber es gibt da einige Ältere und so, wo gewisse Sachen einfach mit dazu sind oder mit dabei sein von der Glaubensrichtung, die auch den Tätern in den Händen spielen, sage ich mal, die auch von denen benutzt werden können. Aber vorderrangig geht es halt natürlich um die Verbrechen, und die Ideologien sind einfach nur der Deckmantel dafür. Das finde ich eine sehr gute Betrachtungsweise, die so gar nicht so oft, also habe ich jetzt nicht so oft gehört, dass das einfach nur als Deckmantel dient, weil man ein Sadist ist, jetzt zum Beispiel ein Psycho, und das einfach benutzt, damit man diese Gewalttaten ausleben kann. Genau, dass man das einfach anderen höheren Mächten zuschreiben kann, dass man den Opfern sagen kann, nicht ich wollte das, sondern es wollte irgendeine höhere Macht da draußen, die vielleicht gar nicht existiert, die unterschiedliche Namen haben. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Das schüchtert natürlich auch die Opfer sehr ein. Mhm. Weil die dann quasi glauben, da ist eine größere Macht und die will das. Also die Schuld ist dann natürlich bei einem dann viel, viel größer, weil man denkt, oh, er ist nicht schuld, der Täter, der mir das jetzt gerade antut, und anderen auch, sondern irgendjemand da draußen, irgendwas Höheres will, dass ich leide. Verstehe. Wurde das bei dir auch gemacht? Ja, genau. Also also rituelle Symboliken waren vertreten, wenn es Tötungen gab. Zum Beispiel im rituellen Bereich, im sexuellen Bereich natürlich auch. Aber es gab natürlich auch einige, also ich wurde auch manchmal missbraucht, ohne dass
rituelle Symboliken da waren. Mhm. Ja. Mhm. Kannst du vielleicht mal versuchen zu beschreiben, wie so etwas hier aussieht? Also wir haben jetzt, sage ich mal, vorhin, also dass wir vielleicht so chronologisch durchgehen, nur wenn du das kannst, wenn du das magst. Okay, du bist jetzt bei deinem Vater gewesen, jetzt bist du an diese Gruppe, sage ich mal, ausgeliefert worden, verkauft worden. Wie geht es da weiter? Wie kann man sich so etwas vorstellen? Was passiert da? Damit die Leute auch zu Hause wirklich wissen, darum geht es mir, was das eigentlich bedeutet, auch im Detail für ein Kind, für einen Menschen, der so etwas erlebt. Weil ich finde, darüber wird viel zu wenig gesprochen, weil das auch die wenigsten aushalten, weil das unvorstellbar ist. Aber wenn du kannst, würde ich gerne diese Frage stellen. Und vielleicht kannst du dich erinnern und einfach mal beschreiben, wie das im Detail abläuft. Genau. Also natürlich erlebt man als Opfer Todesangst, man erlebt Schmerzen, Selbstablehnung, Angst. Man verflucht sein Dasein, man möchte eigentlich, bei mir war es so, dass ich eigentlich nur sterben wollte. Also mein Leben hatte dann in dem Moment keinen Sinn, gar keinen. Und natürlich versucht man sich als Opfer immer anzupassen den Tätern. Das, was die von einem wollen, die erzwingen dann auch einige Dinge von einem, um einen auch zu binden. Zum Beispiel wird man sehr häufig zur Täterschaft gezwungen, insbesondere in diesem Bereich. Man wird gezwungen, anderen sehr schlimm weh zu tun, auch wenn man das nicht möchte, auch wenn man sich mit Händen und Füßen wehrt. Man hat nicht mal die Option zu sterben. Also das hätte ich mir sogar eher gewünscht tatsächlich, statt gewisse Dinge, die mir angetan worden sind oder anderen anzutun. Und in Bezug auf die Tötungen und Rituale war es so, dass die immer sehr unterschiedlich waren. Also was sehr ausschlaggebend ist, dass die an gewissen Tagen stattfinden, innerhalb eines Jahres zum Beispiel. Und ja, das ist alles der Ideologie zuzuschreiben, damit das nochmal irgendwie mehr Sinn ergibt. Aber damit die nicht sagen können, wir morden Menschen just for fun oder missbrauchen sie just for fun, sondern hey, es hat hier alles Logik und Sinn. Und Symboliken werden verwendet. Es wird manchmal auch Sprüche, gewisse alte Sprachen werden dann wieder aufgenommen. Und so war das eher. Und je nachdem, was da halt eben stattfand. Und du bist dann ja quasi als erstes immer an dieses Kindermädchen, oder was heißt immer, das weißt du ja nicht, aber da ist dieses Kindermädchen, das nimmt einen in Empfang, die bereitet einen sozusagen vor, so kann man sich das vorstellen? Ja, und das vorstellen? Genau, manchmal wird man auch darauf vorbereitet, das heißt ausgezogen oder gebadet vielleicht vorher, nochmal hübsch gemacht oder so, bekommt vielleicht manchmal auch spezielle Kleidung. Je nachdem, wie sich das die Täter wünschen und hinterher wird man dann wiederum sauber gemacht, zu Bett gebracht oder bekommt vielleicht auch mal was zu essen, zu trinken, damit man dann natürlich nicht vollkommen stirbt oder komplett zugrunde geht und weil man ja noch in den nächsten Tagen gebraucht wird, sozusagen. Und so war dann der Ablauf, aber der konnte auch unterschiedlich sein. Also es ist manchmal auch so, dass diese Dinge sehr viele Tage abliefen und man fast gar nicht richtig zur Ruhe kam. Oder auch man davor sozusagen darauf, anders vorbereitet worden ist. So in Form von Schlafmangel und so, um dann den Leidensdruck zu erhöhen. Also wenn man zum Beispiel schlecht geschlafen hat und nicht gegessen hat oder so für einige Tage, nicht richtig zumindest, dann ist man vielleicht gewillter, eher zu kooperieren zum Beispiel, als Opfer. Okay. Okay, die versuchen sozusagen den Willen zu brechen, sage ich mal. Ja, aber es gab da auch ganz, ganz viele verschiedene Methoden, die verwendet worden sind, ja. Also vor allem Foltermethoden und so. Ja. Was zum Beispiel gibt es da, was die mit einem machen? Ganz vieles, also vor allem aber im Bereich weiße Folter, also etwas, was du nach außen hin einen Menschen nicht ansiehst. Also keine tiefen Schlürfwunden oder so, aber man zum Beispiel, dass man ertränkt worden ist, mehrfach der Hals einem zugedrückt wird, man erwürgt wird, man festgehalten wird irgendwo isoliert wird in einer dunklen Ecke, in einem dunklen Bereich, wo man kein Tageslicht richtig sieht.
Elektroschocks gab es auch. Also ich habe bis heute noch im Körper, spüre ich das nachts, dass ich manchmal so nachts oder auch manchmal auch tagsüber, dass mein gesamter Körper einfach so vibriert durch diese Schäden, die ich habe. Und ja, es gab schon ganz, ganz vieles, was mir jetzt per se vielleicht nicht einfällt. Okay. Und das passiert sozusagen im Vorfeld dann, um den Menschen zu brechen und dann... Genau, im Vorfeld, um ihn zur Kooperation zu zwingen, sozusagen. Wahrscheinlich aber, dann gerade auch, wenn es um sowas geht wie Mittäterschaft, ne? Dass ja. man... Genau, richtig. Okay. Und wie läuft das danach ab? Wenn sowas passiert ist, dann kommst du oder wirst du in einen Raum geschickt und da stehen dann alle, warten. Ist das so, dass die die Gesichter zeigen? Also, oder manchmal hat man ja auch dieses Bild, das sind alles irgendwie Leute mit schwarzen Kutten und man sieht die Gesichter nicht. Nee, das ist nicht immer so gewesen. Also ich habe durchaus die Leute zu Gesicht bekommen. Auch vor Ort gab es so genannte Haupttäter, mit denen ich ganz viel zu tun hatte. Die habe ich dann immer zu Gesicht bekommen. Es ist nur vom Erinnerungsvermögen schwierig. Also, weil es halt auf verschiedene Innenpersonen abgespalten ist, ist das für mich nicht immer abrufbar. Also es ist für mich sozusagen sehr fragmentiert, die Erinnerung. Die ist für mich, also mir fällt nicht immer sozusagen ein, wer das jetzt exakt genau war, wie der jetzt mit Vor- und Nachnamen hieß. Die haben sich ja sowieso dann nicht vorgestellt. Die haben jetzt nicht gesagt, hallo, ich bin jetzt der so und so. Sondern die hatten auch Pseudonyme und so weiter. Aber ganz viele habe ich schon dann gesehen. Die allermeisten sogar, würde ich sagen. Mit diesen Kutten und so weiter, das wurde dann ja manchmal benutzt zu rituellen Zwecken. Um natürlich auch noch größer die Angst in mir einzusteigern. Aber ich habe die natürlich auch von der Stimme oder so erkannt. Wenn ich denjenigen kannte und der hat gesprochen oder so, dann wusste ich trotzdem, ich habe den zwar nicht ganz gesehen, aber ich wusste schon, das ist der so und so, den ich vorhin vorbeilaufen sehen habe oder so. Verstehe. Kannst du vielleicht einmal beschreiben, was so da eine deiner, sage ich mal, schlimmsten Erfahrungen war, die du gemacht hast? Also du hast sehr viele Sachen jetzt schon genannt, aber vielleicht gibt es einen, sage ich mal, prägendsten Moment, was du erlebt hast, weil du hast auch von Tötung gesprochen, du hast von Gruppenvergewaltigung gesprochen. Ich meine, das ist ja alles dabei, was es gibt. Und ich denke natürlich, alles ist schlimm. Wie klassifizierst du das? Wie ordnest du das ein? Gibt es da Sachen, die schlimmer sind als andere? Gibt es Sachen, hört sich jetzt blöd an, aber vielleicht ist das so, an die man sich, ja, das ist normal, das gehört schon dazu. Aber das ist, sage ich mal, das Ultimum, was es gibt. Ja, also sexuelle Gewalt war das, was sozusagen immer stattfand. Das war für mich Standard. Das war nichts Außergewöhnliches. Das hat immer stattgefunden. Und Tötungen, das war für mich so das Ultimatum. Das war auch besonders häufig, aber insbesondere, wenn ich eine Bindung zu demjenigen hatte, war das für mich besonders schlimm. Also ich kann mich zum Beispiel auch daran erinnern, dass, also Freundschaften waren eigentlich zwischen den Kindern nie erlaubt, sondern lediglich Rivalität. Man sollte sich gegenseitig, man sollte miteinander in Konkurrenz sein, man sollte sich hassen, man darf sich nicht befreunden. Und in wenigen Fällen war das erlaubt. Und da ging es darum, meine Bindungsfähigkeit komplett zu zerstören, dass ich nie wieder zu anderen Menschen Vertrauen oder Bindungen habe. Und da war es so, dass ich zum Beispiel mich mit anderen Kindern anfreunden durfte. Das waren dann so 2, 3 Stück, glaube ich. So ungefähr habe ich das in Erinnerung. Und ich durfte mich mit ihnen anfreunden, ich durfte mit denen reden. Am Anfang waren wir abgetrennt in Räumen. Wir waren alle eingesperrt, sodass man miteinander, sag ich jetzt mal, sehr emotional wurde. Das ging einige Tage auch so, immer mal wieder. Irgendwann mal durfte man sich sehen, irgendwann mal durfte man miteinander reden und spielen. Und das sind Kinder, die sind auch sehr, sehr klein gewesen. Also die haben nicht so lange auf dieser Welt gelebt. Ich war, glaube ich, ein bisschen älter, ich weiß es nicht mehr so genau. Und die haben noch nie in ihrem Leben die Sonne gesehen. Die haben mir wirklich gesagt, wie sieht es draußen alles aus? Also so, wie wir miteinander kommunizieren konnten. Also natürlich nicht in vollen Sätzen, weil wir so jung waren, sondern so in abgehackten Wörtern, ein bisschen mit Händen und Füßen auch, wie man halt kommunizieren kann.
Und ich habe es denen auch versucht zu erklären, wie es da draußen aussieht. Und ich hatte, also ich wollte die einfach nur beschützen. Ich wollte nicht, dass denen irgendwas passiert, weil ich wusste, das waren irgendwie, ja, die, und die waren so anders als andere Kinder. Die waren sehr, also so, als ob die mit dem Leben abgeschlossen hätten und nur darauf warten, ins nächste Leben zu kommen. Weil die nie irgendwas anderes erfahren haben, außer die Dunkelheit. Und irgendwann mal kam es dann dazu, dass sie getötet werden sollten vor meinen Augen. Und das wirklich auf grausamste Art, die man sich vorstellen kann. Und das hat mir komplett, mein Herz ist in Stücke zerrissen worden. So, das war für mich mit Abstand eins der schlimmsten Erinnerungen, die ich habe. Weil es halt so unfassbar grausam war und weil ich eine sehr starke Bindung zu denen hatte. Und mir sozusagen die einzigen Freunde, die ich jemals hatte, aus dem Leben gerissen worden sind. Also so habe ich das damals so aufgefasst und dass ich nie wieder zu irgendjemandem Anschluss finden werde, was dann letztendlich auch später, als ich in die Schule kam, auch so war, dass ich dann wirklich mich nicht integrieren konnte mit anderen Kindern. Also vermutlich ist es so bewusst gemacht worden. Das zum Beispiel aber auch, dass, also oft war es so, dass ich andere beschützen sollte. Zum Beispiel kann man so Rückkehrprogramme in einem koppeln. Programme sind zum Beispiel die höhere Form von Konditionierung. Also mit Sicherheit hat jeder was von Konditionierung gehört, aber Programmierung ist einfach nur höher. Das heißt auch, dass gewisse Verhaltensweisen an Triggern und so geknüpft sind. Und ich sollte andere beschützen, welche die jünger waren, die kleiner, verletzlicher waren, Babys, alles Mögliche. Und in einigen Fällen habe ich halt wirklich, hat man mir Aufgaben gestellt und so, die ich lösen sollte. Und manchmal wurde derjenige sozusagen verschont, damit ich das Gefühl habe, auch heute, wenn ich zurückkehre zu der Gruppe, ich kann irgendjemanden retten. Ja. Und ich hatte auch heute als Erwachsene habe ich diesen großen Impuls gehabt, irgendwie zurückzukehren, weil ich irgendjemanden retten kann. Aber dann haben sie mich ja dort, wo sie mich haben wollen. Dann gehe ich freiwillig hin. Dann passiert irgendwas Schlimmes, vielleicht. Also das sind so Szenarien, die einem vorgespielt werden von Erwachsenen, die ein Kind wird verarscht, so dermaßen, dass es noch später denkt, da ist irgendwie noch Hoffnung, da ist irgendwie etwas, was man machen kann als Einzelner, ja. Verstehe, damit du oder die Hoffnung der Täter ist quasi, dass du irgendwann wieder zurückkommst, sozusagen. Genau, also ja, also die weiß nicht, wie, inwiefern das geplant worden ist, wie lange ich jetzt diese Dinge erlebe oder wann das aufhört und so weiter. Aber solche Dinge sind zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass man gebunden wird an die. Du hast gerade erzählt von dieser schlimmsten Erfahrung, die du gemacht hast und dass Bindung aufgebaut wurde und da musstest du mit ansehen, wie die getötet werden. Was würdest du denn sagen, also was ist in deinen Worten grausam? Was wurde mit denen gemacht? Weil ich denke, alles, was du erlebt hast, ist grausam. Was bedeutet in deinen Worten grausam? Was haben die mit diesen, ja, Kindern gemacht, wenn du das erzählen kannst? Also so detailliert kann ich mich jetzt nicht erinnern, weil es für mich so traumatisch war, dass ich das abspalten musste erneut. Also immer wieder abspalten. Also sie waren lebendig und die wurden quasi auf verschiedene Arten zu Tode gequält. Auf ganz verschiedene Arten. Ja. Und musstest du oder wurdest du gezwungen, auch mal jemanden, sage ich mal, zu töten? Ja. Ja, ganz häufig. Also ich glaube, in diesem Rahmen ist das auch schon fast Standard, dass man, wie gesagt, immer wieder in so Täterschaftsrollen gezwungen wird und langsam, langsam herbeigeführt wird. Und Dass war man das? das so aufnimmt und sozusagen auch akzeptiert, aber sich genauso schuldig wie die Täter fühlt. Also das verstärkt nochmal das Schweigen. Und es ist für einen selbst so schlimm, dass man das manchmal selbst nicht glauben möchte. Aber die Erinnerungen sind trotzdem da und die kann man nicht kontrollieren und die werden immer mehr und mehr. Also ja. Also ist das quasi so, dass man sich dann selber wie ein Täter fühlt, sage ich mal, genauso Ja. schuldig? Genauso schuld. Also ich habe mich genauso mit denen auf einer Höhe gefühlt. Ich dachte, ich bin genauso schlimm wie die, was sich jetzt im Nachhinein total verrückt anhört. Ja.
Aber diese Schuld habe ich ganz, ganz, ganz lange mit mir rumgetragen. Zum Teil bis heute. Aber wenn man das so versucht zu analysieren, merkt man, das geht ja gar nicht. Ich habe ja nichts davon freiwillig gemacht. Kein Fall, ja. Und wenn da jetzt in diesen, also erstmal die Frage, genau, die ist mir eben noch eingefallen, in was für Räumlichkeiten passiert denn sowas? Ich meine, wenn du davon sprichst, okay, das passiert jetzt mehrere Tage zum Beispiel auch, und dann wirst du an einen Ort gebracht, wo ist denn das? Also kannst du dich an sowas erinnern? Ist das ein normales Haus irgendwo in einer Stadt oder ist das irgendwo abgeschottet im Land? Sind das Schlösser? Was kann man sich da vorstellen? Wo passiert so etwas? Weil ich meine, sowas kannst du natürlich nicht überall machen. Das sind verschiedene Räumlichkeiten, also tatsächlich nicht irgendwo mitten in der Stadt, wo man das jetzt irgendwie die Schreie oder so hören könnte, sondern es ist ein bisschen außerhalb, zum Beispiel, das können Privatvillen sein, also wo es zum Beispiel die einer Privat, dem Privattäter gehören, Eigentumswohnungen und Villen, wo das, wo unten zum Beispiel eine Art Keller, einen ganz, ganz großen, der tagsüber für was anderes genutzt wird. Es wird ja alles umgebaut. Also es werden Sachen abgestellt, wieder rausgefahren, rausgebracht und natürlich dementsprechend umgebaut. Und dann wird das wieder, wenn die dementsprechend damit vorbei sind, wieder in die alte Ordnung gebracht. Zum Beispiel so, dass, und kein Mensch würde jetzt in eine Privatvilla reingehen. Also davon bekommt jemand von außen auch gar nichts mit, logischerweise. Das ist zum Beispiel ein Ort gewesen, dass die eigene Privateigentümer zur Verfügung gestellt haben und die waren wirklich riesengroß. Die hatten, wie gesagt, auch eigenes Personal. Also so reich waren einige, nicht alle, aber einige. Das ist eine Räumlichkeit. An was kann ich mich noch erinnern? An Kirchen, an größere Kirchen, an einige Tempeln. Es gibt auch verschiedene Tempeln, die auch dafür zur Verfügung gestellt worden sind. Hinterher wurde auch, wie gesagt, alles in Ordnung gemacht, alles sauber gemacht. Wenn man jetzt heute irgendwie versuchen würde, da DNA-Spuren zu finden, die würde man auf alle Fälle finden, hundertprozentig. Und das waren zum Beispiel Orte. Ja, und es gab auch in einigen Fällen auch tatsächlich Burgen, Schlösser. Ich weiß aber nicht, was es für welche waren. Also ich bin da so stark dissoziiert worden, manchmal auch sogar unter Drogen gesetzt worden. Also ich habe die Fahrt über zum Beispiel geschlafen, weil ich Schlaftabletten oder so verabreicht bekommen habe, sodass ich nicht wusste, wo exakt das war. Also es ist ganz, ganz fragmentiert, die Erinnerung daran. Also ich weiß auch nicht, in welchem Land, ob das auch hier in Deutschland war, mit Sicherheit, aber auch vieles ist außerhalb passiert. Das hört sich ja an wie als wirklich, also wie so ein Event, ne, für diese Leute, für diese Menschen, die bauen da alles um, danach machen die sauber und dann ist wieder alles hergerichtet. Man sieht ja wie so eine, ja, wie so eine, wie ein Themenpark, eine Kirmes, die man aufbaut und danach ist es vorbei. Also das habe ich genau auch von jemandem mal so in der Beschreibung gehört, der so eine Party gesprengt hat. Der sagte, da sieht alles drin aus wie so ein Themenpark. Also wenn du die Attraktion willst, gehst du dahin. Wenn du die Attraktion willst, gehst du dahin. Genau, und wenn man auch bei der Kirmes, wenn man alles abbaut, ist nichts von der Kirmes übrig. Genau. Genauso ist es auch bei solchen Dingen. Davon ist, wenn es alles sauber gemacht und abgebaut worden ist, was mehrfach akribisch überprüft wird, jemand, der das einfach so betritt und nicht weiß, was da vorher stattgefunden hat, der wird das nicht sehen. Ja. Ja. Was passiert denn mit den Kindern? Weißt du das? Die, sage ich mal, da auch getötet werden. Was passiert mit diesen Kindern? Wo landen die? Sind die überhaupt, also weiß man das? Weißt du das? Sind die registriert? Sind das Leute, Kinder, die gar nicht registriert sind, die extra dafür gezüchtet wurden? Wo verschwinden die? Weil es muss ja, sollte ja jemand merken, würde man jetzt denken, wenn man das von außen hört. Das muss man noch irgendwie merken. Also man muss zunächst einmal sagen, dass die Opfer, die für solche Dinge ausgewählt werden, gar nicht mitten in der Gesellschaft Teil sind, gar nicht wirklich Teil der Gesellschaft sind. Also neben Kindern gab es auch Obdachlose, die Prostituierte, die aus anderen Ländern herkamen und hier auch keine Registrierung oder so hatten, nach denen kein Mensch sucht. Also deren Verschwinden fällt überhaupt nicht auf.
Von den Kindern her, da ich ja selbst bis zu meinem sechsten Lebensjahr nicht registriert war, weiß ich, dass es einige gab, die nicht angemeldet wurden. Bei mir hat das einwandfrei funktioniert, jahrelang. Und das kann ich auch so bestätigen. Einige Flüchtlingskinder auch, also wurden auch dafür verwendet. Manchmal wurden auch einige entführt, aber das war sehr, sehr selten, weil das manchmal auch gar nicht so großartig nötig war. Also vor allem nicht bei denen, die Teil der Gesellschaft sind, die jetzt Kindergarten, Schule oder so besuchen. Das waren dann auch wiederum Kinder, die in sehr verletzlichen, vulnerablen Situationen waren, die auch niemanden hatten zum Beispiel. Aber auch manchmal war es so, dass einige Frauen schwanger geworden, also Leihmutterschaften zum Beispiel gab es ganz klar, wo Frauen dafür Geld bekommen haben, ihr Kind an irgendjemanden zu geben, wo die nicht mehr wussten, was passiert ist, die auch ahnungslos waren, weil sie haben das Kind schon abgegeben, also so illegale Leihmutterschaften quasi. Als auch welche, die das wussten, aber das, ja, die auch absichtlich Kinder getragen haben in sich und ja. Okay. Du hast eben auch gesagt, so wenn man heute zu bestimmten Ortschaften hingehen würde, würde man da sicherlich so DNA-Spuren finden. Genau. Das hört sich ja jetzt so an, als ob da übelst viele Menschen ja mit drin hängen müssen, die auch irgendwie so auch Einfluss haben, dass das einfach so aufgebaut werden kann, abgebaut werden kann, selbst in Schlössern, in Kirchen etc. Warum wird dagegen nichts gemacht, sage ich mal, oder warum kommt niemand und nimmt mal DNA-Spuren? Kannst du das vielleicht ja, erklären? Also es gab schon durchaus Verurteilungen. Es wurden schon sozusagen einige Beweise konnten sichergestellt werden, sodass tatsächlich rituelle Gewalt an sich bewiesen ist, weltweit sogar. Es gibt sogar in einigen Bundesstaaten der USA rituelle Gewalt als eigenen Aspekt, als Strafbestand, weil es ist so ein großer Sammelbegriff, unter dem ganz viele Kategorien von Straftaten darunter fallen. Das ist in den USA als auch in einigen anderen Ländern, die mir jetzt per se nicht einfallen, aber es ist schon im Gesetz drin. Nur hier in Deutschland haben wir das noch nicht erreicht, weil das unter ganz vielen unterschiedlichen Kategorien fällt. Also es gab ganz viele Verurteilungen, nur weil wir rituelle Gewalt an sich im Strafgesetzbuch nicht haben, kann man das sozusagen da nicht ganz einordnen. Das müsste es geben, dann wäre es auch viel übersichtlicher zum Beispiel. Ja, also es gab durchaus ganz viele Beweise, auch Menschenhändlerringe und so weiter, die gesprengt worden sind, Missbrauchsabbildungen und kinderpornografisches Material, was auch sichergestellt werden konnte, wo da auch ganz klar Menschen getötet worden sind, auch unter dem Deckmantel einer Ideologie, wo Leute auch zusammenkommen, Kinder missbrauchen, sich teilweise sogar verkleiden und alles. Also es gibt Ermittler, die öffentlich sogar gestanden haben, das und das haben wir alles. Ja, auch Täter, die schon bereits gefasst worden sind. Aber ich glaube, das ist schwierig, ganz, ganz viele Täter auf einmal zu schnappen. Das ist das Hauptproblem. Weil die halt so großartig darin motiviert sind, diese Dinge zu vertuschen. Und natürlich, das ein Milliardengeschäft ist, das kommt hinzu. Hinzu kommt noch, dass die sehr gut miteinander vernetzt sind, dass es nicht so viele Überlebende gibt, dass die ständig verfolgt werden, dass sie Beweise oftmals verschwinden lassen. Zum Beispiel im Missbrauchsfall Lüdke war das so, dass Beweise verschwunden sind. Das ist sogar öffentlich gemacht worden, öffentlich bekannt worden. Aber ein Mensch oder beziehungsweise bezüglich von Überlebenden, man kann Menschen, ein einziger Mensch kann von mehreren Tätern missbraucht werden. Einer kann von 10, 20 Leuten missbraucht werden. Und viele Opfer können deshalb nicht so öffentlich darüber reden, weil sie halt psychisch auch sehr schwer geschädigt worden sind, nicht nur körperlich. Ja, also das ist, glaube ich, das Schwierige, dass vereinzelt Täter geschnappt werden, aber ein riesengroßer Kult schwer, bei dem ist es halt so schwer, weil die Beweise natürlich immer wieder vernichtet werden und. Ja. Es ist sehr gut, dass du das jetzt so sagst, weil für viele Leute ist das ja auch, also generell dieses Thema so unvorstellbar.
Und dann, wenn man das alles hört, ja, okay, dafür muss es doch irgendwie Beweise geben und die treffen sich da und dann, ja, dann sind da doch sicherlich DNA-Spuren etc. etc. So, und dann aber dieses, Ist ja das, bereit ja. schon. Genau. Und dass dann halt einfach diese Beweismittel auch verschwinden, das hört sich ja an, als wären das ziemlich mächtige Strukturen, sage ich mal. Ja, hundertprozentig. Ja. Dort, wo solche Machtstrukturen zusammenkommen, können die auch viel erreichen. Also die sind uns finanziell als auch zahlenmäßig überlegen, leider. Und wir brauchen da draußen auch wirklich jede helfende Hand, die es gibt. Und da, also man ist über die Jahre auch vorangekommen. Ja, aber es kann natürlich noch weitergehen. Das heißt also, da sind, genau, das in der obersten Hierarchie ist jemand, der hat so viel Macht, der kann dann einfach eine Anweisung geben, yo, da ist einer von unseren Leuten, hat Probleme, vernichte mal das und das Beweismaterial und dann kommt das auch besser Genau, durch. Geld vorstrecken. Die haben dann natürlich auch ihre Leute in ihre Position. Die eine Hand wäscht die andere Hand. Deshalb Verstehe. funktioniert das gut. Also da muss im Endeffekt dann nur ein mächtiger Typ mit dabei sein oder eine mächtige Frau mit dabei sein, die dann die Anweisung geben kann. Und dann läuft das in der Hierarchie nach unten und dann wird sich Genau, sozusagen genau. drum gekümmert. Richtig, richtig, genau. Wobei auch viele mächtigere Leute dabei sind. Das heißt also, diese Kreise, die kaufen sich Kinder, dann gibt es diese Mittelsmänner und dann benutzen diese Kreise die, um eventuell auch, also geht es diesen Kreisen auch da darum, mit denen Geld zu verdienen, zum Beispiel durch Kinderpornografie? Richtig, also Oder die ist das... kaufen die Kinder ein, verkaufen sie dann noch mal weiter. Also sie geben sozusagen viel weniger dafür aus und bekommen auch viel mehr. Und das läuft immer so weiter, weil sie dann zum Beispiel weitere Kontakte haben zu anderen Tätern, die dann auch noch mehr Geld zahlen können. Verstehe, verstehe, verstehe. Das heißt also, das Kind kommt in die Kreise, wird dann weiterverkauft. Genau, und das, wahrscheinlich deswegen auch mehrere Tage, dass es dann wieder und wieder verkauft wird an verschiedene Leute. Genau. Verstehe. Und auch, also ist Kinderpornografie da dann auch ein Thema, dass die das filmen, sage ich mal, und damit auch Geld verdienen? Ein ganz großes sogar, ja. Ja, und Okay. das Material dann auch noch mal weiter verbreiten und weiter verkaufen vor allem. Okay. Und das läuft dann aber wahrscheinlich natürlich alles maskiert ab, dass niemand da zu sehen ist und Genau, also da wird das dann, oder es wird bearbeitet auch, sodass derjenige dann nicht zu erkennen ist. Aber ja, so ist es dann meistens. Wow. Okay, also vielen Dank schon mal für alles, was du bis hierhin erzählt hast. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht leicht ist, aber vielen Dank, dass du das alles mit uns ja, geteilt hast. Das sind sehr, sehr wichtige Informationen, die man, glaube ich, kaum in anderen Interviews so hört, also so detailliert, sage ich mal. Genau, deswegen vielen Dank dafür. Du hast das jetzt 14 Jahre erlebt, also diese rituelle Gewalt. Wann bist du denn, sage ich mal, endgültig rausgekommen aus dem Ganzen? Und du hast auch gesagt, zum Schluss wäre es fast aufgeflogen, meine ich, dass du das am Anfang gesagt hattest, oder es hat nicht mehr funktioniert, also in diese Kreise, der rituellen Gewalt. Kannst du dazu mehr sagen, wie das geendet ist? Also es wäre nicht fast aufgeflogen, sondern die Angst war da, dass vereinzelt Täter auffliegen, darunter halt eben mein Vater, der mich an diese Leute weitervermittelt hat und weiterverkauft hat. Das war so eine große Sorge, dass ich eventuell doch noch irgendwas ausplaudere. Aber ich wurde halt so eingeschüchtert und in Schach gehalten, als auch weil ich damals gar nicht das Selbstbewusstsein hatte. Die Scham, die Schuld war viel, viel größer als heute. Und natürlich auch, weil meine Erinnerungen sehr fragmentiert waren, konnte ich das nicht sagen und ich hatte keine Hilfe erhalten. Und also aufgeflogen wäre das trotzdem damals nicht. Genau. Das ist dann aufgehört, weil dein Vater Angst hatte, Ja, sozusagen. so ist es Okay. gewesen, ja. Weil andere Leute nochmal interveniert haben. Auch Gericht und so weiter, etc., weil wegen der Scheidung meiner Eltern. Ah, okay. Sind die denen dann so... Und Jugendamt auch. Ah, okay. Die sind dann Sorge. quasi deinem Vater so ein bisschen auf die Schliche gekommen, dass da irgendwas nicht stimmt, oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also es ist so, dass sich meine Eltern getrennt haben, meine Mutter ausgesagt hat wegen häuslicher Gewalt, aber wir Kinder halt sozusagen komplett außen vor gelassen worden sind. Also die sexuelle Gewalt, die mir zum Beispiel angetan worden ist, die ist da gar nicht zur Sprache gekommen. Und wann bist du, sag ich mal, also wann hat das alles geendet? Weißt du das? War wirklich von der rituellen Gewalt.
war wirklich 14. Lebensjahr. Hinterher gab es vereinzelt Übergriffe vom Vater aus, also auch von anderen Einzeltätern, sage ich mal. Ich weiß selbst nicht, wann es komplett aufgehört hat, dass ich komplett in Sicherheit lebe. Ich glaube, relativ spät. Aber im Kopf läuft das alles immer noch ab. Also ich habe das Gefühl, dass ich immer noch irgendwie da drin bin. So Verstehe. fühlt sich das für mich zumindest immer noch an. Das heißt also, dass mit deinem Vater ist ja weitergegangen noch nach dem 14. Lebensjahr, dass er übergriffig war, richtig? Und du hast gesagt, noch andere Täter auch. Wie ist das passiert? Ist das dann wieder irgendwie angefangen oder waren das, genau, wie ist das Nee, passiert? das waren dann Genau, wie vielleicht ist so das passiert? vereinzelt Menschen, die ich kennengelernt habe oder sowas in der Art, die ich, also es waren ja Leute, die in solche Dinge jetzt nicht involviert waren oder die sich versucht haben, mein Vertrauen oder so zu erschleichen. Ja, weil die jetzt gesehen haben, okay, die ist ja Ah, irgendwie verstehe. so Und dann aber auch. zurückhaltend oder so, hat ein geringes Selbstbewusstsein, keine Ahnung, wirkt Verstehe. traumatisiert. Und das dann ausgenutzt quasi. Genau. Ah, okay, verstehe. Okay. Und du hast gesagt, bis heute geht das sozusagen immer noch weiter in deinem Kopf. Ist das nicht Im vorbei? Kopf, Das ja. ist natürlich Ja. verständlich. Wie gehst du mit all dem überhaupt um? Genau, also heute. Du hast jetzt erzählt, was alles passiert ist. Ich denke, für viele, die das jetzt hören, ist das unvorstellbar. Immer noch, auch wenn dir das jetzt so erzählt ist. Wie, ja, gehst du heute damit um? Wie kannst du damit umgehen? Schwierig. Also ich würde sagen, dass ich immer noch sehr leide. Dass es leider nicht so viele Beratungsstellen gibt. Es gibt eine, die für rituelle Gewalt telefonisch. Also man muss sich vorstellen, in all den Jahren gibt es eine einzige. Ist halt schon traurig. Für mich war es auch schwierig, mir psychologische Unterstützung zu holen, weil auch da es nicht so viel geschultes Personal gibt, leider. Also da müsste es einfach viel, viel mehr geben. Und heute ist es mehr ein Kampf einfach. Also ich versuche mich sozusagen zurück ins Leben zu kämpfen, selbstständig zu werden, Selbstwirksamkeit mir zu erarbeiten, dass ich auch weiß, ich bin nicht immer, ich kann auch etwas verändern ins Positive. Also ich bin nicht nur hilflos, nicht mehr zumindest. Ja, was würdest du sagen, ist denn, sage ich mal, am schlimmsten heute in deinem Alltag, was dich noch beeinträchtigt? Kannst du da vielleicht mal eine Situation schildern, die vielleicht, keine Ahnung, immer wieder passiert, wo du sagst, jo, das ist eigentlich so Standard, so lebe ich, damit man sich vielleicht vorstellen kann, okay, wie ist denn ein Alltag von jemandem, der das jetzt erlebt hat? Inwiefern ist er anders als von einem Menschen, der es nicht erlebt hat? Und zwar würde ich sagen, die Symptomatiken, die sind bei mir sehr, ich sag mal, sehr stark. Das können Schlaflosigkeit sein, also ich kann kein richtiges Auge manchmal zudrücken. Also ich schlafe sehr schlecht, ich wache sehr schlecht auf. Ich bin manchmal sehr unmotiviert. Also man hat auch irgendwie kein so positives Menschenbild, auch wenn man irgendwie versuchen möchte, an das Gute im Menschen zu glauben. Da findet man irgendwie keine einzige Erinnerung, die das irgendwie bestätigt, dass es gute Menschen gibt. Dann fallen mir irgendwie ständig nur diese schlechten Erinnerungen ein. Und auch hinterher, dass man keine Hilfe bekommen hat und so. Auch wenn man wirklich danach schreit und jeden Strohhalm greifen möchte, aber dann dieser Strohhalm einem weggezogen wird. Natürlich auch die Vergesslichkeit, die ich habe, also beziehungsweise die Amnesie durch die Wechsel von Innenperson zu Innenperson, nennt man ja auch Switchen. Das habe ich ganz häufig, dass mir teilweise 2, 3 Stunden am Stück bis hin zu 4, 5 Stunden fehlen, weil eine andere Innenperson übernommen hat. Hinzu kommen natürlich Albträume, Flashbacks, Schmerzen hat man im Körper an den Stellen, wo einem Gewalt angetan worden ist. Natürlich auch Probleme, neue Kontakte manchmal einzugehen, weil man da so vorsichtig ist. Man hat irgendwie gelernt, immer vorsichtig zu sein, immer auf Hochspannung. Also ich kann mich zum Beispiel, ich kann gar nicht richtig relaxen, irgendwie habe ich das Gefühl, sondern ich bin immer irgendwie ganz oben mit meiner Spannung, immer extrem vorsichtig. Was mache ich jetzt, was mache ich jetzt nicht? Was gibt es noch? Trigger natürlich.
Natürlich sind die auch an Daten geknüpft. An manchen Tagen können sogar Programme losgestartet werden, also Daten, die ideologisch behaftet sind. Das ist dann schwierig, da kann es sogar bis hin zu selbstverletzenden Verhalten und Suizidgedanken kommen. Da hat man das Gefühl, dass man gar nicht so funktional ist, besonders an diesen Tagen. Konzentration fällt mir ebenfalls irgendwie manchmal ganz schwer, manchmal besser, manchmal schlechter. Also die Liste ist wirklich fast schon endlos lang. Ja, also man hat schon mit ganz vielen Problemen zu kämpfen. Ja. Kannst du dich denn an einen einzigen, sage ich mal, du hast nämlich gerade auch das gesagt, an einen einzigen schönen Augenblick, sage ich mal, erinnern? Ja, also es gibt durchaus positive Momente, wo ich auch mal Kind sein durfte, spielen durfte und so einfach nur gemalt habe. Aber das wäre jetzt darauf zum Beispiel bezogen, dass es keine guten Menschen irgendwie gibt. Also für einen als Opfer oder Überlebende von ritueller Gewalt kommt das einem oftmals so vor, obwohl das natürlich nicht stimmt. Es ist aber von dem, was man erlebt hat, wenn man nur solche Menschen erlebt hat, die im eigentlichen Umfeld so involviert sind. Und das Umfeld besteht nur aus Tätern und Mittätern, hat man wirklich das Gefühl, ja, es gibt irgendwie keine guten Menschen, ja. Obwohl es natürlich nicht Absolut. stimmt, also es kann ja gar nicht sein. Ansonsten würde es ja bedeuten, dass jeder Mensch so etwas erlebt hat, aber ich habe auch von anderen Leuten gehört, die irgendwie noch nie Gewalt in ihrem Leben erfahren haben, ja, und nur gute Sachen zu erzählen haben. Deshalb kann ich mich so ein bisschen ich orientiere mich deshalb da so auch ein bisschen an andere. Absolut. Ich meine, klar, du hast das Schlimmste vom Schlimmen, sage ich mal, in einem Menschen erlebt. Das ist nachvollziehbar, wenn man dann diese Gedanken definitiv hat. Ja. Du hast gerade auch gesagt, dass sich dieser Weg raus und dass du dir ja Hilfe suchen wolltest, aber das wurde dir weggezogen, also dieser Strohhalm wurde dir weggezogen und selbst wenn man nach Hilfe geschrien hat, kannst du vielleicht darüber mehr erzählen? Also wie hast du ja angefangen, wann hast du vielleicht angefangen, nach Hilfe zu suchen? Wie hast du angefangen, nach Hilfe gezogen, zu suchen? Und wie hat sich das dann gestaltet? Also wie schwer war das oder auch wie leicht und genau, deine Herausforderung vielleicht mal da schildern, genau. Also ich habe mich versucht, als Kind auf verschiedene Arten und Weisen mitzuteilen. Zwar nie ausgesprochen, was mir passiert ist, weil Kinder das gar nicht können, vom Vokabular her gar nicht, vom Verständnis her gar nicht. Kognitiv können die das nirgendwo einordnen. Ich hatte halt, wie gesagt, diese Auffälligkeiten, gewisse Auffälligkeiten, die vielleicht nicht jedem sofort ins Auge stechen. Naja, da hatte ich schon das Gefühl, dass man mir nicht zuhören möchte, dass man mich nicht richtig beachtet, dass man bei mir wegschaut, dass man Ausreden findet. Da habe ich mich nirgendwo richtig aufgehoben gefühlt. Und später war es so, also wirklich richtig Hilfe habe ich mir, glaube ich, vor 2 Jahren geholt, psychologische Unterstützung. Und da hat es daran gehadert, dass viele, naja, ich hatte Erstgespräche mit Psychologen und so weiter, Therapeuten, die keine Ahnung von diesem Thema hatten, die entweder gesagt haben, tut uns leid, wir können Ihnen da nicht weiterhelfen, oder auch also einmal habe ich sogar mitbekommen, vielleicht habe ich mir das sogar selbst ausgedacht. Einmal hat mir das eine sogar mündlich so gesagt, die meisten haben mir zwar Gott sei Dank geglaubt, aber eine hat irgendwie behauptet, hätte das vielleicht irgendwo gesehen oder so, was total irre ist an sich. Und ja, auch diese Unwissenheit einfach, die dazu führt, dass Opfern nicht adäquat geholfen werden kann, dass sie immer noch, manche immer noch in diesen Strukturen gefangen sind, dass sie von alleine gar nicht richtig rauskommen können. Also ich hatte jetzt das Glück, dass sich meine Eltern zum Beispiel getrennt haben und diese Gruppen und Täter gar nicht mehr eingegriffen haben. Aber es gibt welche da draußen, von denen ich erfahren habe, die haben das erst aber durch andere Menschen, weil denen mal zufällig ein guter Mensch begegnet ist, erst Mitte des 20. Lebensjahr irgendwie geschafft. Oder 30. oder so. Also bei denen das auch ganz, ganz lange ging. Ja. Ja, okay. Du hast gerade auch erzählt, dass zu bestimmten Tagen, zum Beispiel, dass es sein kann, wenn irgendein Trigger kommt, dass du dann, dass ein Programm losgeht. Wie kann man sich das vorstellen? Also Programme sind, wie gesagt, einfach nur die erhöhte Form von Konditionierungen. Das heißt, wie schon vorhin erzählt,
mit diesem Rückkehrprogramm, dass einem Szenarien vorgespielt werden und dass das Gehirn oder das Kind sozusagen verarscht wird und glaubt, es ist in einem Flashback gefangen und glaubt, wieder in der Situation zu sein, wo es früher war. Und so kann es dann zum Beispiel sein, dass man zu den Tätern irgendwie zurückkehren möchte, weil man denkt, man kann jemanden retten, weil man denkt, man kann die umstimmen, doch nicht jemanden zu verletzen oder zu quälen oder zu töten, was auch immer. Das sind zum Beispiel Beispiele, aber auch Suizidgedanken zum Beispiel, sich das Leben nehmen zu wollen und so weiter, die sind an manchen Tagen sehr, sehr stark, weil auch da man in Flashbacks gefangen ist, in diesen Szenarien, in diesen Handlungen drin ist, die man erlebt hat, immer wieder und wieder und die immer wieder und wieder verstärkt worden sind. Und das ist dann an diesen Tagen halt eine ganz große Herausforderung, damit umgehen zu können oder das auch erstmal zu erkennen. Das heißt, alleine, dass morgen zum Beispiel dieser Tag ist oder in einer Woche, das löst quasi schon dieses Programm. Genau, weil das Körperempfinden sozusagen aktiviert wird von dem, was man erlebt hat. Weil es gibt ja sozusagen so eine biologische Uhr, die in einem tickt und die geht dann los. Okay, verstehe. Kannst du mehr dazu erzählen? Also du hast ganz oft auch gesagt, du kennst andere Leute, denen das passiert. Ist, würdest du aus deiner Perspektive sagen, also weil man hört, wenn Leute sagen, ja, das gibt es, dann sagen viele, ja, okay, das ist so eine Randerscheinung oder sonst irgendwie sowas. Also das betrifft nicht so viele. Wie ist dein Empfinden dafür? Ist das, sage ich mal, eine große Sache, die da passiert? Oder eher, ja, sage ich mal, von der Zahl von denjenigen, die es betrifft, eher kleiner einzuschätzen? Genau. Kennst du viele Leute, denen das passiert ist? Also ich würde sagen, dadurch, dass ich halt in den sozialen Netzwerken aktiv bin, lerne ich immer wieder ein paar Leute kennen, die das erlebt haben. Also ich würde sagen, es sind mehr Menschen, als die meisten vielleicht denken, die das betrifft, aber trotzdem gehört man halt immer noch einer Minderheit an. Also man ist mitten in Deutschland eine kleine verfolgte Minderheit letztendlich, die sehr vulnerabel ist und die sehr misstrauisch ist und sehr zurückhaltend und irgendwie ja, sehr, sehr viel Grauen erlebt hat. Und aber grundsätzlich würde ich sagen, zahlenmäßig betrifft das mehr Menschen, als die meisten denken. Auch wenn ich da jetzt keine konkreten nennen könnte. Ja, und war das bei denen, die du kennst, also wenn du das erzählen kannst, magst, darfst, haben die ähnliche Geschichten wie du oder sind die, sage ich mal, sehr unterschiedlich auch, wie das abläuft? Also vom Erleben her haben wir sehr viele Dinge erlebt, die gleich sind. Sehr, sehr vieles. Also auf alle Fälle, aber von den Voraussetzungen her kann das sehr unterschiedlich sein. Also es gibt welche, die zum Beispiel hineingeboren sind, von denen das ein oder andere Elternteil Mitglied ist oder sogar alle beide. Es gibt welche, die auch hineinverkauft worden sind, wie ich. Es gibt welche, da habe ich auch schon mal gehört, die andere Voraussetzungen hatten. Ja, also ich würde sagen, an den Voraussetzungen ist das anders. Aber auch vom Kult her, also viele sagen vielleicht, es gibt einen großen Kult oder so, aber es sind viele unterschiedliche tatsächlich, die manchmal auch miteinander kooperieren und Opfer miteinander austauschen. Also von der Ideologie kann das auch ein bisschen sich unterscheiden. Also von Opfer zu Opfer natürlich, als auch von der Stärke der Konditionierungen, also auch von den Programmierungen. Hast du denn derzeit noch Kontakt auf irgendeine Art und Weise zum Beispiel zu deinem Vater? Oder wie lief dieser Kontaktabbruch ab? War das dann durch die Scheidung, sage ich mal, vorbei, dass du ihn gesehen hast und ja, nie wieder auch Kontakt hattest? Genau. Nee, leider nicht. Also ich habe ihn ab und zu mal besucht oder besuchen müssen, weil das von der Familie so verlangt worden ist. Dein armer Vater, der ist jetzt alleine, du musst den jetzt besuchen gehen und so. Mir ein schlechtes Gewissen immer wieder eingeredet worden ist, dass ich als Tochter für ihn da zu sein hatte, sozusagen. Und irgendwann mal aber relativ spät entschieden habe, nicht mehr mit diesem Menschen Kontakt zu haben. Also wirklich so zuletzt. Aber klar, Bedrohungen und so weiter waren immer noch da. Also er hat mich, wie gesagt, immer noch verfolgt.
mitten auf der Straße mich versucht abzufangen, mit mir zu reden, mich einzuschüchtern, mich zum Schweigen zu bringen. Also es ist wirklich, irgendwie war ich ständig immer vor ihm auf der Flucht, auch nach der Scheidung später. Der hat mir sogar nach der Schule aufgelauert, ist mir hinterhergegangen. Ich habe gesehen, wie die anderen Kinder geguckt haben. Dann habe ich so getan, als ob ich ihn schon erwarten würde. So, ah, hi, ich habe dich jetzt erwartet und umarmt oder so, damit nach außen hin das noch normal aussieht, weil man sich als Opfer so extrem dafür schämt. Und deshalb, so der Kontaktabbruch offiziell ist, glaube ich, vor 3 Jahren oder so geschehen. Ja, also wo ich ihn zuletzt gesehen habe, war, glaube ich, bei meinen Großeltern. Okay. Ja. Wie hast du, sage ich mal, diesen Mut oder diesen Schritt wagen können, das komplett abzubrechen nach so vielen Jahren von Manipulation? Ist das ja sicherlich ein Schritt gewesen, der, also stelle ich mir vor, total schwierig war. Wie konntest du da, sage ich mal, diesen Entschluss, diesen Mut fassen und da aussteigen, sage ich mal? Also irgendwann mal waren die Gefühle zu den Erinnerungen da. Das war Wut, das war Hass, die längst verdrängt worden sind, die ich jahrelang nicht zeigen durfte, weil das vielleicht mein Leben bedeuten würde vielleicht oder ich mein Leben aufgeben müsste, wenn ich ihm offen gestanden hätte, dass ich auf ihn wütend bin oder nicht möchte, dass er das und das mit mir macht. Und irgendwann mal kamen diese Gefühle einfach richtig hoch und ich war extrem wütend auf ihn als Mensch, als Vater, den er ja letztendlich nicht wirklich war. Und so habe ich einfach diesen Entschluss gefasst, dass ich diesen schrecklichen Menschen nie wieder sehen möchte. Dann ging das quasi von heute auf morgen und Kontaktabbruch. Langsam, genau, kamen okay. Die Gedanken, die Gefühle waren dann so stark, dass ich, wenn ich ihn gesehen hätte, hätte ich den geschlagen oder so. Und dann dachte ich mir, nee. Ja, bevor ich noch als Opfer die Konsequenzen trage für etwas, was er getan hat und da komplett ausraste, sehe ich ihn lieber gar nicht. Dann erspare ich mir das auch, ja. Verstehe. Und was für ein, sag ich mal, du hast gesagt, dann kamen erst die Gefühle hoch und dann konntest du diesen Cut machen. Das heißt, vorher hattest du gar keine Gefühle. Diese Gefühle waren, sag ich mal, verdrängt. Die durftest du nicht fühlen. Die waren sehr abgespalten. Die waren auf die Innenperson abgespalten, die sozusagen sich anpassen mussten. Man musste sich ständig anpassen. Man durfte, hatte keine Bedürfnisse. Man durfte nie man selbst sein. Man musste nur das sein, was die anderen wollten. Und so Gefühle wie Wut oder so, die durfte ich schon mal erst recht nicht zeigen. So, ich hatte zu funktionieren, ich hatte zu gehorchen. Dass ich irgendwelche Dinge verlange, das kam für mich gar nicht in Frage. Und aber nachdem halt die Gewalt aufgehört hatte, ist es so, dass ich so langsam von diesen Gefühlen sehr überwältigt worden bin, sodass sie mich teilweise sogar fast ohnmächtig gemacht haben. Also ich habe mich so richtig ohnmächtig gefühlt, dass ich irgendwie kurz davor bin, durchzudrehen. Mhm. Ja. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wenn die so lange unterdrückt worden sind, dann muss ja das Ausmaß gewaltig gewesen sein. Genau. Und bevor das irgendwie passiert wäre, habe ich mich entschieden, nicht mehr Kontakt zu ihm zu haben. Das hat er so akzeptiert dann auch, oder wie war das? Also ich habe ihn von heute auf morgen blockiert. Also ich bin dann auch von zu Hause ausgezogen. Er wusste nicht mehr, wo ich war. Meine Adresse war nicht bekannt und so weiter. Okay, ja. Eine andere Frage ist auch in Bezug jetzt auf Emotionen. Wie oder was für eine Rolle spielt denn Wut und Trauer in deinem Heilungsprozess jetzt auch, um in die Heilung zu kommen? Sehr großen, also das sind Gefühle, die ja sozusagen jahrelang wirklich verboten waren. Mitleid, Trauer für andere Menschen empfinden, für einen selbst. Wut, die ja bedeutet, dass man weiß, dass man Ungerechtigkeit erlebt hat. Wenn man Scham und Schuld spürt, dann spürt man nicht so eine große Wut. Dann ist die ja ganz, ganz weit hinten. Die ist vielleicht gar nicht mehr so vordergründig. Das so als Überlebensmechanismus ist das ganz gut, weil Wut ja sehr überwältigend sein kann und sehr machtvoll einfach ist. Teilweise manchmal sogar zerstörerisch. Aber jetzt lerne ich so Stück für Stück, dass ich Wut und Trauer ausdrücken kann, ohne dass mir was passiert.
dass das keine schlechten Gefühle sind, dass das gute Gefühle sind, dass die wichtig sind, um das Erlebte zu verarbeiten. Ja, du hast ja dann quasi den Cut gemacht, du hast dich von deinem Vater getrennt und jetzt hast du dich sogar entschlossen, ja, in die Öffentlichkeit zu gehen, mit deinem Instagram-Kanal auch, gibst du dem ganzen Thema ja einfach auch ein bisschen Bühne. Du hast jetzt mehrere Interviews gemacht. In diesem Kontext und ritueller Gewalt hört und sieht man ja auch immer, wie gefährlich das eigentlich ist, wenn jetzt Missbrauchsüberlebende aus diesem Bereich sich offenbaren wollen, Interviews geben wollen, an die Öffentlichkeit gehen wollen. Wie kannst du das denn jetzt machen und immer noch für deine Sicherheit, für deinen Schutz, sage ich mal, garantieren? Oder sagst du, nee, mir ist das so wichtig, unabhängig, was davon jetzt passiert, ich muss das einfach machen. Wie sieht das bei dir aus? Genau. Also eine Garantie für meine Sicherheit habe ich selbstverständlich nicht zu 100%. Das ist klar, dass immer irgendwie jemand versuchen würde, der Täter aus der Vergangenheit eventuell, also es ist ein Risiko, was ich dann sozusagen auf mich nehme. Ich versuche mich natürlich so gut es geht zu schützen, alle Sicherheitsmaßnahmen und so weiter zu treffen, die man treffen kann. Und gleichzeitig, wenn es jetzt mehr Opfer gibt, die sich melden, können die nicht jeden von uns jetzt, sage ich mal, ausschalten oder umbringen. Weil es werden dann immer mehr, die sich vielleicht trauen da draußen. Und das geht dann irgendwann mal gar nicht mehr. Und da wollte ich, also es gab auch schon in der Vergangenheit einige andere Opfer, zum Beispiel Nikis aus Höllenleben, die sich da gemeldet hatten. Auch in Amerika gab es einige andere Betroffene, die sogar, einige haben sogar namentlich ihre Täter erwähnt. Passiert ist nicht viel leider. Aber die sind so einen großen, weiten Schritt gegangen. Und ja, also ich denke, dass es dann vielleicht irgendwann mal nicht mehr möglich sein wird, dieses Opfer, was dann an die Öffentlichkeit geht, so massiv einzuschüchtern. Ja. Kannst du dich daran erinnern, sage ich mal, an diesen Entschluss oder diesen Tag der Entscheidung, wo du gesagt hast, yo, ich gehe jetzt an die Öffentlichkeit, was hat dich dazu bewegt? Bewegt war einfach, also was mich besonders dazu angetrieben hat, war natürlich, dass ich nicht wirklich Hilfe erhalten habe und gemerkt habe, was es für eine große Lücke gibt. Also ich habe gedacht, dass wenn ich irgendwann, als Kind habe ich auch schon gedacht, wenn ich irgendwann mal eines Tages jemandem was davon erzähle, wird mir dann geholfen und dann heißt es, oh, du hast es jetzt geschafft, irgendwie, komm, wir nehmen dich alle auf. Nee, es ist gar nicht so gewesen. Also es gibt Leute, die wegschauen wollten, es gibt welche, die hatten keine Ahnung von diesem Thema, wollten sich nicht informieren, also ausreichend. Und da habe ich gemerkt, ich muss dagegen was tun. Also es gibt ja so viele andere Betroffene da draußen und wenn mir dann nicht so gut geholfen worden ist, obwohl heute ist es ein bisschen anders, also ich habe jetzt psychologischen Beistand endlich bekommen, genau, dass es zumindest einfacher für andere Betroffene wird. Das ist auch eines meiner Gründe. Mhm. Dann auch eine Frage, was würdest du anderen Leuten sagen, die das auch erlebt haben, wie können die sich schützen oder worauf würdest du, vielleicht hast du Tipps, sage ich mal, worauf man achten sollte, wenn man jetzt auch sagt, ich würde jetzt auch gerne reden oder sprechen. Also ich würde den meisten natürlich raten, so gut es geht, für seine Sicherheit zu sorgen, dass man zu den Menschen, die darin involviert waren, Kontakt abbricht. Sofern das geht, für einige Opfer ist das schwierig, aber dass man sich Stück für Stück sozusagen andere soziale Kontakte an Land zieht, sozusagen Familienersatz oder so sucht, was ja ganz, ganz schwierig ist, weil der Bedarf bei einem dann größer ist als bei den anderen, die das nicht erlebt haben, weil man ja irgendwie so ein bisschen bemuttert und so werden möchte und einiges wiederholen möchte, was man nie hatte oder nachholen möchte, aber dass man sozusagen genau auf seine sozialen Kontakte achtet. Das ist mein Tipp, dass man wirklich mit Menschen in Kontakt tritt, die sicher sind, die einem auch Sicherheit vermitteln, die verlässlich sind und die an der eigenen Seite sozusagen bleiben. Das ist etwas ganz Großes. Natürlich auch psychologischen Beistand holt. Therapie ist ganz, ganz wichtig, dass man, egal wie lange es dauert, aber irgendeinen da draußen wird es geben, der sich auch mit diesem Thema befasst hat. Also
Es gibt durchaus ein paar Therapeuten, das ist gut. Natürlich nicht genug, der Bedarf ist immer noch sehr groß. Aber man wird bei irgendjemandem wird man schon unterkommen, je länger man natürlich sucht. Das rate ich den meisten. Ansonsten sich nicht unter Druck zu setzen, langsam zu machen, dass man auch versucht, auf seinen Körper zu hören, auf die Signale, die einem gesendet werden. Versucht auch positive Erinnerungen zu machen, positive Momente, kleinere Momente zu schätzen, dass man die Hoffnung nicht aufgibt, auf gar keinen Fall, weil am Ende des Tunnels ist ja immer Licht. Und wenn es dunkel ist, dann ist man noch nicht am Ende des Tunnels. Das, was einem gut tut, dass man sich daran festhält und das, was einem Hoffnung gibt, egal was es jetzt auch sein mag, dass man da ganz, ganz festhält und auch seine Hoffnung nicht aufgibt. Ja. Sehr schön. Was hat dir denn oder was gibt dir Hoffnung? Was mir Hoffnung gibt, ist natürlich, dass die Zeiten besser werden. Also vor Jahren hätte ich mir das nicht vorgestellt, dass ich irgendwie in Freiheit lebe, dass ich frei von Gewalt und Übergriffen bin. Also es hat sich schon durchaus positiv das Ganze gebessert, dass ich heute sozusagen diese Dinge nicht mehr erleben muss. Andererseits für einige Innenpersonen auch der Glaube an einer höheren Macht, Gott zum Beispiel, das kann einigen von uns durchaus viel Kraft geben. Es gibt einige von uns, die gar nicht an Gott glauben. Für andere sieht Gott wiederum ganz anders aus, die sich anpassen mussten in dem Kreis. Das sind so Sachen, die geben einem schon durchaus Hoffnung, dass man vielleicht irgendwann mal am Ende des Lebens oder nach dem Tod Gerechtigkeit oder so erfährt. Dass man, auch wenn sich das vielleicht so weit entfernt anhört und es nicht so haltbar ist, aber Glauben ist manchmal auch Hoffen, manchmal. Ja. Ja. Was würdest du denn anderen Überlebenden sagen? Was können die tun, um geeignete Hilfe zu finden? Gibt es da irgendwas, worauf man gut achten kann oder worauf man achten sollte nach deiner Erfahrung? Also es gibt einige NGOs, die sich mit diesem Thema befassen. Man kann sich an die wenden, über Mail, telefonisch, postalisch, so wie man es eben möchte. Und das ist eine Option. Wie gesagt, es gibt ein, zwei Beratungsstellen, die man auch telefonisch erreichen kann. Das Allerwichtigste ist natürlich erstmal anfangen zu sprechen, auch wenn das so, so schwer ist. Also das ist, glaube ich, von allen Dingen der allergrößte und schmerzhafteste Schritt, darüber zu reden. Also das ist manchmal so schwer, dass ich manchmal das Gefühl, am Anfang war es zumindest so, dass ich keine Luft bekommen habe. Also ich bin sofort extrem panisch geworden und deshalb verstehe ich, warum so viele schweigen und aus guten, guten Gründen auch nicht alle können so offen jetzt wie ich darüber reden. Es gibt welche, die werden nach wie vor bedroht oder gezwungen zu schweigen. Aber das ist zumindest der erste Schritt, dass man anfängt, irgendwo darüber zu reden. Immer weiter und weiter. Und dann kommt man ein Stück für Stück, erreicht man einige Etappen und kann auch Menschen finden, die einem da helfen. Also das ist das, was man als erstes tun sollte, definitiv. Dass man auf sich achtet, dass wenn einem irgendwas nicht gut tut, dass man sich da ein bisschen zurückzieht, dass man auf seine Gesundheit achtet, wie gesagt, dass man auch nicht so stark auf das achtet, was die Gesellschaft einem vorschreibt, weil man ist ja sowieso sozusagen aus dieser Norm, fällt man so oder so aus dieser Norm raus. Also warum soll man dann für den Rest seines Lebens so tun, als ob man da reinpasst oder sich da rein zwingt mit allen Händen und Füßen? Das muss nicht sein. Wichtig ist, dass man seinen eigenen Weg geht und findet. Sehr cool. Was würdest du sagen, müsste sich denn in unserer Gesellschaft verändern, damit man Missbrauchsüberlebenden aus diesem Bereich jetzt einfach mehr Unterstützung geben kann? Du hast ja schon ein paar Sachen angedeutet, aber vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, was könnten wir alle, sage ich mal, besser machen, um dieses Thema auch besser zu handeln? Also zunächst einmal Betroffenen mehr zuhören. Wir sind ja wirklich neben den Tätern sozusagen die einzigen Zeugen, die es gibt, die diese Dinge wirklich hautnah erlebt haben.
dass man sich diesem Gebiet stellt, dass man sich, also es gibt einige Therapeuten, die sich auch diesem Forschungsgebiet gestellt haben, die gewisse Dinge auch gebracht haben an Wissen, von denen andere profitieren können. Das ist ganz wichtig, dass man da zuhört auf alle Fälle. Gleichzeitig auch Ressourcen zur Verfügung stellt. Also es sollte mehr Personal ausgebildet werden. Das Thema sollte mehr an die Öffentlichkeit. Es sollten mehr Menschen darüber erfahren. Also am allerbesten ist es natürlich, wenn man Betroffenen Berichte teilt, wenn man diese Videos teilt, wenn man anderen im Umfeld darüber aufklärt, dass man sagt, hey, das und das gibt es alles. Man muss sehr offen sein, man muss wissen, in diesem Bereich ist eigentlich fast alles möglich. Auch Dinge, die man vielleicht nicht so für möglich halten würde, weil in der Traumaforschung ist es so, dass wir nicht mal so weit sind, dass komplex und schwer Traumatisierte, insbesondere aus diesem Bereich, damit inkludiert werden. Das ist noch alles so in der Entwicklung, sage ich jetzt mal. Ist auch erst im 21. Jahrhundert vor ein paar Jahren sozusagen alles entdeckt worden mit dem Unterbewusstsein und Freud und so. Und das ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Und dann vereinzelt natürlich, je nachdem, was jeder Mensch dazu beitragen möchte, man kann demonstrieren, auf die Straßen gehen, wirklich gegen dieses Thema. Man kann Politik darauf ansprechen, Verbände, Organisation, was sie dagegen tun, was man dagegen tun kann, ja, teilen auf alle Fälle. Und dass es hoffentlich irgendwann mal auch eine eigene Kategorie gibt, rituelle Gewalt, dass das in Strafmaß dann mit eingebunden wird im Gesetz. Wie gehst du denn damit um, dass dir ein Großteil deiner Kindheit einfach genommen wurde? Für mich ist es natürlich sehr, sehr schwer. Ich kann das, einerseits kenne ich das gar nicht anders. Also ich kann mir irgendwie eine unbeschwerte Kindheit gar nicht vorstellen. Andererseits ist natürlich auch schon viel Hass und Wut dabei, dass mir Menschen einen wichtigen Teil meines Lebens genommen haben, der wiederum Einfluss auf mein Erwachsenenleben hat. Also wenn die Kindheit und Jugend einem dann genommen wird, ist es auch schwierig, ich sag mal, ein intaktes Erwachsenenleben zu führen. Also nicht der Norm entsprechend einfach. Also man muss schon ganz vieles beachten und ist schon in der einen oder anderen Hinsicht irgendwie eingeschränkt. Andererseits auch ein bisschen mit Akzeptanz einfach verstehen, es ist jetzt halt so, es kann ich nicht rückgängig machen. Ja, es passiert und ja. Wie blickst du, sage ich mal, jetzt in die Zukunft? Was hast du so für, sage ich mal, Wünsche, Ziele? Genau. Also ich blicke, würde ich sagen, relativ hoffnungsvoll in die Zukunft, trotz allem. Also wie gesagt, vor Jahren hätte ich mir gar nicht ausmalen können, dass ich heute sozusagen in Freiheit lebe, dass ich auch darüber öffentlich reden kann. Das heißt, es hat sich schon einiges verändert in meinem Leben, im Positiven. Und ich hoffe, dass es immer so weitergeht. Ja, also ich werde mich da einfach festklammern. Würdest du sagen, nach deiner Erfahrung, gibt es da spezifische Sachen, die man tun kann, um, sage ich mal, besser mit Betroffenen einfach umgehen zu können? Also auf alle Fälle zuhören, empathisch sein, verstehen, dass das für Betroffene extrem schwierig ist, über diese Themen zu reden, Hilfe anzubieten, verlässlich zu sein, an der Seite der Person zu bleiben oder zumindest die Leute dann vielleicht weitervermitteln zu können, also weil viele Betroffene das von alleine gar nicht können. Die brauchen da irgendwie immer so einen verlängerten Arm sozusagen. Aber ja, dass man sozusagen auch zeigt, hey, nicht alle Leute da draußen sind bösartig. Es gibt auch gute Menschen. Ja, sich versuchen, in die nochmal hineinzuversetzen, auch wenn das natürlich für Außenstehende extrem schwierig sein wird, sich in so jemanden hineinzuversetzen, weil das halt so ein komplexes Thema ist. Aber auch die Bedürfnisse akzeptieren und die Wünsche verschiedener Betroffene, die manchmal auch sehr individuell sein können. Ja. Was glaubst du denn, warum ist das so, dass so viele Menschen bei diesem Thema auch, sage ich mal, wegschauen oder das nicht wahrhaben wollen oder dass es halt auch Menschen gibt, die sagen, hey, ja, das ist eine Verschwörungstheorie, obwohl es genug Beweise dafür gibt? Also einerseits ist das natürlich ein extrem unangenehmes, schwieriges Thema.
weshalb andere nicht da genauer hinschauen möchten. Das würde ja bedeuten, dass sie ihr Weltbild hinterfragen müssen, ihre Einstellung. Und jemand, der zu diesem Thema keine Berührungspunkte hat, der ein gutes Leben, eine gute Kindheit hat oder so, der kann sich das vielleicht nicht so richtig ausmalen. Aber es ist wichtig, dass man da hinschaut. Nur so kann sich da was verändern und bessern. Andererseits wird über dieses Thema öffentlich nicht so groß aufgeklärt. Also es wird immer wieder unterdrückt auch, nicht nur, weil die Opfer sehr unterdrückt werden, sondern auch das Thema an sich. Also da fließt, wie gesagt, hinter verschlossenen Türen extrem, extrem viel Geld. Und dort, wo es solche Machtverhältnisse gibt und Situationen, die für andere Leute lukrativ sein können, da gibt es natürlich auch sehr viel Korruption. Also klar, dafür, das ist den Tätern natürlich auch zuzuschreiben. Die sind auch sehr manipulativ, die lassen da nichts anbrennen, die nutzen jede Gelegenheit irgendwie, um das Thema irgendwie wirklich zu unterdrücken. Man muss sich auch vorstellen, in den letzten 2 Jahren ist ja auch Kindesmissbrauchsmaterial, Abbildungen, Kinderpornografie um 103% gestiegen. Was wird gesetzlich dagegen gemacht? Ganz wenig. Also vor kurzem hat sogar eine Partei dagegen gestimmt, Kindesmissbrauch in der einen oder anderen Hinsicht erleichterter aufzudecken. Das muss man sich mal vorstellen, was das für Menschen sind, die dagegen stimmen. Solche oftmals. Und ja, und es ist, wie gesagt, für die große Allgemeinheit ein unangenehmes Thema. Es hinterlässt bei vielen dann auch irgendwie ein ungutes Gefühl. Es ist nichts Positives, wie wenn man sich ein Musikvideo oder so reinzieht, wo man da Freude empfindet, sondern man empfindet Trauer, man empfindet Wut, vielleicht sogar teilweise Machtlosigkeit und fragt sich, was kann man denn jetzt dagegen tun? Das ist ein Gefühl, womit viele vielleicht nicht gerne leben möchten. Andererseits muss man sich hinterfragen, ist der Mensch, den ich jetzt im Fernsehen sehe, der jetzt so einen charismatischen Eindruck macht, ist das vielleicht nicht in Wirklichkeit ein bösartiger Mensch? Und das wollen halt viele nicht. Die wollen vielleicht einen Film genießen oder irgendjemanden zuhören beim Reden oder so, der irgendwo auf einem Pult steht und die wollen gar nicht wissen, was der gleich genau so tut, weil die jetzt gerade einfach nur diesen Moment jetzt genießen wollen. Aber für uns Überlebende hat das halt natürlich schlimme Auswirkungen, so etwas. Ja. Hast du jemals so jemanden kennengelernt, der so, sage ich mal, berühmt ist und das aber tut? Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie berühmt diese Person war, aber auf alle Fälle in dem Bereich, wo die Person tätig ist, im Außenleben, sage ich mal. Ja. Also ist schon jemand, der in der Öffentlichkeit sozusagen stande und den man sieht. Genau, genau. Sieht. Angepasst, sehr viel Anerkennung bekommt, ja. Okay, verstehe. Wie ist das denn dann? Du siehst ja so jemanden dann vielleicht auch wieder in der Öffentlichkeit. Was passiert dann mit dir, sag ich mal, hast du dann dieses, boah, ich würde den gerne, keine Ahnung, in die Fresse schlagen oder ich muss zur Polizei oder ist das einfach so, ja, ich kann eh nichts dagegen tun? Was passiert dann in dir? Das ist vielleicht eine Mischung aus allen drei Dingen, würde ich sagen. Aber letztendlich versuche ich mich mit meinen Gefühlen zu befassen und versuche da realistisch einfach zu sein. Und da weiß ich, okay, hey, viel kann ich nicht tun. Letztendlich als einzelne Person gegen solche Machtstrukturen und so viele Menschen kann ich als Einzelne nicht ankommen. Okay, damit wir jetzt sozusagen mehr werden und mehr Leute natürlich auch bewusst auf dieses Thema lenken, was würdest du denn Menschen empfehlen, wo man ja nachvollziehen kann, okay, das ist ein schwieriges Thema, es fühlt sich überhaupt nicht gut an, sich damit zu beschäftigen, Weltbilder werden zerstört. Wie kann man denn jetzt einen leichten Einstieg in dieses Thema finden? Hast du da eine Empfehlung für Menschen, die sagen, ja, ich möchte mich ja damit beschäftigen, aber ich habe irgendwie Angst? Also der beste Einstieg ist es wirklich, sich betroffenen Berichte anzuhören. Seien es Interviews, seien es auch Literatur kann ich da wirklich empfehlen, wo wirklich Betroffene auch unter anderen Pseudonymen geschrieben haben, was ihnen passiert ist. In Zusammenarbeit mit Therapeuten, das finde ich, ist die beste Kombination, die das natürlich auch aus fachlicher Sicht beleuchten und erklären, das und das passiert neurologisch, so und so funktioniert dieser Mensch
Ja, also das ist, finde ich, am allerbesten, um den leichtesten Einstieg in dieses Thema zu finden. Ja, kannst du irgendwie benennen, was für eine Fähigkeit dich jetzt zu diesem aktuellen Punkt in deinem Leben gebracht hat, also um so weit von diesem ganzen Scheiß bis hierhin zu kommen? Kannst du da irgendwas benennen oder sagen, was hat dich hierhin Vielleicht gebracht? meine Dissoziationsfähigkeit, also einerseits das, also die ja irgendwie automatisch bei mir verankert ist, aufgrund der schweren Traumata, dass man sich da gut abgrenzen kann. Naja, auch zum Teil die Innenperson, von denen jeder Einzelne sozusagen seinen Teil dazu beiträgt, den Körper am Leben zu erhalten, egal wie. Also auch vielleicht gewisse Einstellungen einfach, die ich habe, sozusagen, dass es besser werden kann, dass es da draußen Hoffnung gibt, dass es am Ende des Tunnels Licht gibt. Was macht dir denn im Leben am meisten Freude? Ganz unterschiedliche Sachen. Also ich würde sagen, das würde jeder von uns anders beantworten. Auch schwierig zu beantworten, weil ich so nie so ausführlich darüber nachgedacht habe. Aber ich würde sagen, grundsätzlich machen mir manchmal kleine Dinge Freude, mal ein Eisschlecken oder so, ein Spaziergang, gute Unterhaltung mit anderen Menschen, Menschen, die mir wichtig sind im Leben, Freunde, einige Familienangehörige zum Beispiel, einige, wenige. Das kann mir zum Beispiel auch große Freude machen, als auch wenn ich sehe, dass Menschen gut zueinander sind. Das macht mir irgendwie auch Freude. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus? Du hast ja auch ganz am Anfang davon gesprochen, diese Täter haben alles versucht, um dieses Bindungsverhalten auch zu zerstören. Konntest du denn in deinem Leben, sage ich mal, jemals die Erfahrung machen oder auch heute vielleicht auch eine, ja, ich sag mal, tiefe Verbindung mit einem anderen Menschen zu spüren, sei es jetzt partnerschaftlich oder mit einer Person, keine Ahnung, freundschaftlich, wo du merkst, yo, diesen Menschen kann ich vertrauen? Irgendwie zu 100% oder ich bin mir derer sicher. Und wenn du es mal erlebt hast, wie kannst du oder kannst du anderen Betroffenen vielleicht sagen, okay, was muss man dazu erfüllen, dass das wirklich dann auch noch funktioniert, sage ich mal, dass das geht, dass man dieses Vertrauen in einen anderen Menschen wiedererlangt oder hat? Also natürlich wurde das Urvertrauen sozusagen zerstört. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich durchaus einige Bindungen eingehen kann, wenn mir ein Mensch wichtig ist, wenn ich Vertrauen gewinne, was natürlich bei mir wirklich lange dauern kann, weil ich mich da langsam herantaste, immer wieder andere Menschen auch ein bisschen austeste, kann ich demjenigen vertrauen oder nicht. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es durchaus möglich. Also vor allem, wenn ich heute verstehe oder als ich heute verstanden habe, dass das durchaus möglich ist und dass das wichtig ist für einen Menschen. Also man braucht sowas einfach als Mensch, um zu überleben auch. Und da versteht man, okay, wenn es bei anderen funktioniert, warum dann nicht auch bei mir, trotz der Erinnerungen, trotzdem was passiert ist. Also ich kann mich ja nicht davor drücken, sozusagen. Ja, wenn es auch manchmal gut tut. Also es tut ja wirklich gut, wenn man gute Menschen an seiner Seite hat, die einen unterstützen und alles. Dann noch eine Frage zu den Tätern. Glaubst du, dass diese Menschen von Grund auf böse sind, die so etwas tun? Oder wie kann so etwas passieren? Also selbst wenn man jetzt diese Neigung hat, zum Beispiel jetzt Pädophiler zu sein, es muss ja nicht heißen, dass man übergriffig wird und dann auf so schlimme Art und Weise auch noch. Also jeder Übergriff ist nichts zu rechtfertigen, gar nichts. Aber was passiert mit so einem Menschen, dass er so etwas tut? Und glaubst du, dass die von Grund auf böse sind? Also ich glaube nicht, dass es überhaupt irgendeinen Menschen da draußen gibt, der böse geboren ist, auf gar keinen Fall. Dann hätte ich nämlich dieselbe Einstellung wie die Täter, dass man nämlich Neugeborene zum Beispiel umbringen könnte, weil sie vielleicht böse sind oder weil sie irgendwas Böses in sich tragen, aber das gibt es ja gar nicht. Ich denke, dass das eher eine Mischung ist, dass diese Menschen diesen Weg gefunden haben, anderen so schlimme Gewalt zu tun, um sich vielleicht nicht ihren eigenen Problemen stellen zu müssen, um sozusagen diesen Mantel
der Macht zu tragen und andere einzuschüchtern und sich mächtig zu fühlen und diese Defizite, die sie haben, nie behandeln zu können, auf alle Fälle. Natürlich rechtfertigt das niemals, was sie getan haben, weil es auch einige, wie gesagt, gab, die viel Geld gezahlt haben, die vermutlich auch ganz normal aufgewachsen sind oder zumindest durchschnittlich, nehme ich mal an. Vielleicht nicht super liebevoll, also wahrscheinlich sogar unwahrscheinlich, aber die auf alle Fälle viel mehr Glück haben als ich, also die solche Dinge nicht erleben mussten, auf gar keinen Fall, die aber trotzdem solche grausamen Dinge tun. Ja, ich glaube, das ist für die sozusagen der einfachste Weg, statt sich seinen eigenen Problemen zu stellen. Und ja, die steigern sich dann immer mit der Zeit, weil es geht ja auch mit in diesem Moment, wo man über Leben und Tod entscheidet und über den Körper einer anderen Person, spürt man ja irgendwie so Macht und ja, will sich immer mehr steigern, immer mehr und mehr. Hast du denn aus deiner Erfahrung, hast du jemals, sag ich mal, beziehungsweise wie kann ich die Frage stellen, genau, hast du aus deiner Erfahrung, also hast du immer gewusst, sage ich mal, dass das, was die da tun, falsch ist und genau, dass das falsch ist, also war das für dich immer so in deinem Kopf klar, weil ich kann mir vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel ein jemand da reingeboren wird, der wächst ja ganz anders auf und denkt dann vielleicht, das ist richtig, führt das dann fort und tut genau das, was einem selber angetan wurde, dann jemand anders an und führt das so fort. Und du machst das ja nicht, weil du ja erkannt hast für dich irgendwo in deinem Bewusstsein, hey, das ist nicht der richtige Weg, so auch wenn mir das angetan wurde. Genau, war das immer so klar für dich, sage ich mal? Nee, es war für mich nicht immer so klar. Also durch meine Innenperson, es gibt durchaus Innenpersonen, die vielleicht diese Dinge sogar richtig finden, die Weltanschauung der Täter teilen, weil sie es mussten, weil sie keine andere Wahl hatten, weil sie darauf dementsprechend programmiert und konditioniert worden sind, dass sie wirklich auch so vom Gedanken so ein bisschen auf gleicher Ebene sind. Für andere Innenpersonen ist das natürlich nicht so. Es hat sich aber immer schlimm angefühlt. Also ich wusste nicht, dass das immer falsch ist, aber es hat sich immer falsch angefühlt. Also es hat sich, die Schmerzen sind unerträglich natürlich, körperlich, seelisch. Also man kann nicht denken, dass es irgendwie richtig ist, weil es sich so falsch anfühlt. Aber ich hatte auch manchmal das Gefühl, warum sie es getan haben, die Motivation da, das habe ich dann mit mir selbst verbunden. Ich dachte, ich bin falsch. Sie tun mir diese schlimmen Dinge an, weil ich falsch bin, weil ich tief in meinem Innern vielleicht so böse bin, dass ich diese Dinge verdient habe. Wie kommt man da raus aus diesem Denken? Langsam. Ich glaube, wenn man diese Gewalt nicht mehr erfährt und anfängt zu heilen, anfängt sich diesen Dingen zu stellen, anfängt zu analysieren, die aus dem Blickwinkel eines reifen Erwachsenen sieht und auch mit seinen Gefühlen so in Kontakt tritt und mit dem Schmerz, den man hat, wird das einem klar. Okay, sehr gut. Du hast super, super viele Sachen erzählt. Also ich bin, ja, vielen, vielen Dank für alles, was du mit uns geteilt hast einfach. Davon profitieren wir alle, um mehr Bewusstsein über dieses Thema einfach in die Welt zu tragen. Was würdest du denn erstmal allen, also wenn potenziell vielleicht irgendwo irgendwie mal ein Täter dieses Interview sehen würde, der so etwas getan hat oder in Erwägung zieht, so etwas zu tun, was würdest du diesen Menschen sagen, wenn du denen etwas sagen wollen würdest? Naja, ich würde halt diesen Menschen sagen, die vermutlich gar kein Empathie haben. Es ist natürlich schwierig, an ihre Gefühle zu appellieren, weil die wirklich keine Empathie haben und Schwächeren eben wehtun wollen, weil die sich nicht wehren können. Schwierig, diesen Menschen umzustimmen, finde ich. Ich glaube, wenn ein Mensch zu diesem Punkt kommt, hat er vermutlich ganz viel getan. Also die fangen ja alle irgendwie klein an. Die vergewaltigen nicht sofort oder foltern sofort, sondern die fangen irgendwie vielleicht bei Tieren an und dann gehen sie immer weiter und weiter und steigern sich.
Und ich würde diesem Menschen sagen, dass er versuchen soll, umzukehren, dass er versuchen soll, vielleicht sich in uns hineinzuversetzen, in uns Opfer vor allem, dass es für uns ein unfassbares Leid ist, dass es keine Rechtfertigung für diese Taten gibt, auch keine Ideologie oder irgendeine höhere Macht, das schon mal erst recht nicht. Dass dieser Mensch vielleicht darüber denken soll, dass er selbst für das, was er tut, irgendwann mal vielleicht in Rechenschaft gezogen wird. Vielleicht nicht in diesem Leben. Ich weiß nicht, was so ein Mensch glaubt. Vermutlich glauben alle nicht das Gleiche, sondern alle sind auch unterschiedlich von den Tätern her, alle individuell. Dass er nicht das tun soll, er oder sie, was er auch nicht am eigenen Leib erfahren möchte. Also keiner von denen würde in meine Haut stecken wollen. Das ist der, die würden das gar nicht überleben, vermutlich. Also manchmal haben die, also solche Leute haben häufig ein sehr fragiles Ego. Das würden die vermutlich gar nicht aushalten. Nee. Und dass die aber denken in ihrem Kopf, das sei gerechtfertigt, das anderen anzutun, finde ich einfach ja unfassbar schrecklich. Was sie selbst niemals aushalten könnten. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Gerne. Was würdest du denn allen Missbrauchsüberlebenden sagen, alle, die sexuelle Gewalt erlebt haben und auch den Leuten natürlich, die rituellen Kindesmissbrauch erlebt haben? Also ich würde allen Überlebenden da draußen sagen, gib nicht auf, niemals, also wirklich niemals aufgeben, sucht euch irgendwas im Leben raus, was euch Hoffnung gibt, was euch Kraft gibt, wo ihr das Gefühl habt, ihr habt Sicherheit, ihr müsst nicht alles in eurem Leben dulden. Versucht euch was Gutes zu tun. Versucht euch mit Menschen zu umgeben, die euch gut tun. Mit Dingen, Hobbys. Alles, was euch Kraft spendet. Was hast du vor mit dem, was du jetzt gerade tust? Also in was für eine Richtung soll das gehen? Du hast jetzt angefangen, einen Instagram-Kanal zu machen. Du hast angefangen, Interviews zu führen. Vielleicht hört jetzt auch jemand zu da draußen und sagt, ja, ich will auch irgendwie vielleicht helfen, ne? Und hat vielleicht auch eine Plattform und hat Interesse daran, mitzuwirken auf irgendeine Art und Weise. Aber vielleicht auch einfach, wohin möchtest du? Das ist ja aus einem bestimmten Grund angefangen. Was ist so deine Wunschvorstellung, sagen wir mal, in diesem Bereich? Wohin soll es gehen? Also ich möchte natürlich, dass Betroffene das Gefühl haben, dass ihnen zugehört wird, da draußen. Also Betroffene von verschiedenen Gewaltverbrechen, von sexueller Gewalt bis hin zu ritueller Gewalt, alles, was halt eben so unter dieser Kategorie fällt, dass sie das Gefühl haben, sie sind nicht alleine, dass es Hilfe gibt, dass irgendwann mal Hilfe kommt. Einerseits auch für Aufklärung sorgen, bei der Gesellschaft, die vielleicht von diesen Dingen keine so großen Berührungspunkte einfach hat. Und dass sich das einfach in positiver Richtung entwickelt. Dass Betroffenen geholfen wird, dass das Thema ins Grundgesetz aufgenommen wird. Dass mehr Menschen da draußen erreicht wird, die zusammenkommen können. Also es ist wirklich grundsätzlich jeder Mensch aus egal welcher Ecke willkommen sozusagen, der dem Thema den Kampf ansagen möchte, also egal, wo man sich jetzt zuordnet, religiös, politisch oder sonst irgendwas, ist wirklich jeder herzlich willkommen. Und ja, das möchte ich erreichen, also Aufklärung auch. Genau, und du bist ja auch quasi, und dich kann man per Instagram ja kontaktieren, wenn man möchte, ne? Genau. Ja. Kannst du einmal deinen Kanalnamen vielleicht nennen? Genau. Das ist Ausbruch der Stimmen, heißt mein Kanal. Genau. Verlinken wir auch unten in der Beschreibung, vielleicht auch hier in diesem Video. Genau. Wenn ihr dann Interesse habt, könnt ihr euch gerne bei dir melden. Genau. Okay. Perfekt. Ich sehe, also ich bin erstmal sehr gut. Ich habe alles gefragt, was ich dich so fragen wollte, ich und von meinen Zuschauern auch. Hast du gerade noch irgendetwas auf dem Herzen, sage ich mal, was dir, was du sagen möchtest, was ich dich jetzt nicht gefragt habe? Ansonsten hätte ich noch eine Abschlussfrage an dich. Genau. Nee, tatsächlich habe ich keine Frage. Also mir fällt jetzt spontan keine ein. Okay. Sehr gut. Ja, dann nach all dem, was du jetzt so erzählt hast, kann ich wirklich nur sagen, von meiner Seite aus, ich bewundere dich sehr. Ich bewundere deinen Weg.
was du tust, weil ich finde, das ist absolut nicht selbstverständlich, das zu tun, erfordert mega, 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 mega viel Mut. Also wenn jemand zum Beispiel Angst hat, vor eine Kamera zu gehen, jemand, der das nicht erlebt hat, ich weiß manchmal, wie schlimm das für diese Menschen ist, in meiner Arbeit auch. Das, was du aber tust, ist für mich nochmal auf einem ganz, ganz anderen Level und einfach vielen Dank, dass du das tust, für diese Welt, so, weil genau das braucht es, wenn man es natürlich kann und Sicherheit für einen bedeutet. Das ist natürlich ganz wichtig. Genau, richtig. Ich sag mal so, nach all dem, was dir passiert ist, körperlich, seelisch, geistig, diese Menschen haben versucht, dich zu brechen. Das kann man ja wirklich so sagen. Absolut, genau. Trotzdem haben sie es nicht geschafft. Sie haben es nicht geschafft, nach all diesen schlimmen Sachen, was sie getan haben. Warum bist du ungebrochen bis heute? Wow, also es ist wirklich eine sehr philosophische Frage. Also es ist wirklich krass natürlich. Ich würde sagen, weil man einen Menschen nicht sein Leben lang kontrollieren kann. Ein Mensch ist sein eigenes Individuum. Jeder hat, also rein biologisch hat man einen Lebenswillen. Man möchte, dass es einem gut geht. Man hat auch einen Überlebenswillen in einem drin. Und man kann alles Mögliche versuchen, aber man kann gewisse Dinge, also auch die Täter können gewisse Dinge niemals steuern, egal was sie dafür tun. Und erst recht nicht Menschen immer. Also vielleicht in diesen Momenten, aber hinterher, nein, nicht mehr. Mhm. Wunderschön. Wunderschöne Abschlussworte. Ich denke, damit können wir dieses Interview beenden. Genau, also nochmal vielen Dank, dass du... Danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Genau, und falls ihr da draußen jetzt irgendwie noch Fragen habt, Anliegen, Hinweise oder sonst irgendwie sowas, dann könnt ihr gerne einfach in die Kommentare schreiben, eure Anliegen, Fragen. Ihr könnt Hadja natürlich auch per Instagram erreichen, genau, und da anschreiben, wenn ihr Kontakt sucht oder selber Überlebende seid, genau. Und ich würde sagen, hey Leute, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns dann im nächsten Video. Vielen Dank.